Drück den Button. Zünd den Knaller. Ja, länger. Du musst ihn länger drücken, Buddy. Drück ihn. Ja. Oh, oh. Catchment time. Catchment time. Wir haben alles kaputt gemacht. Jetzt schon, ey. Eigentlich wollten Paul und Clara das drücken, glaube ich. Jetzt habe ich drauf. Ich weiß es nicht. Ich fand's richtig gut. Ach so, genau, das ist die Kamera, ne? Geil. Mal, wir können sie auch richtig einstellen. Könnt ihr auch uns ey, das Bildschirm ist wirklich gucken. So lächerlich. Wir sitzen hier wirklich seit 2 Stunden durch. Sehr gut. Die Regie hat die Macht, das wissen wir immer noch. Hallo, guten Tag. Na, hallo, Kretschmer? Guten Tag. Hallo erstmal, Buddy. Herzlich willkommen zu Kretschmer Time, Let's Play, irgendwas, Buddymon Time. Ja, Mann. Du hast spontan entschieden, heute hier dabei zu sein. Und jetzt haben wir keinen Scheiß. Die letzten 2 Stunden nichts anderes gemacht, als das Spiel rausgesucht. Ist wirklich ohne Unterlass. Es hört nicht auf. Ja, Alter, für mich ist das so, ich komme gerade, ich habe wirklich das andere Extrem gehabt. Urlaub aus, so wirklich vollkommen Natur, kein Netz und sowas. Richtig geil, Zecken aus Köpfen rausziehen. Stimmt, du kommst aus dem Urlaub, ja. Und jetzt komme ich aber und sehe dann die Steam Library und das ist fucking heaven, Alter. Oh Gott, jetzt sehe ich ja, das ist wirklich schon. Grausam, ey. Ich sehe auch, ja, wir haben irgendwas hier ist schon wieder. Ach, da, wir haben das versucht zu sortieren und ich merke gerade, wir haben irgendwas schon wieder falsch gemacht. Weil hier stehen unter mehr Spieler Budimon. 375, ja genau, geh mal drauf. Ja. 375 Spiele. Wir haben doch eben so viel noch rausgesucht, ne? Ich habe Simon gerade kurz vor. Was ist denn los? Warum sind die denn jetzt alle hier? Na gut, vielleicht die installierten muss man rausfiltern. Ja, siehst du. Ah, das ist es. Und schon sind es nur 26. Gut, gut. Aber wir könnten natürlich auch mit euch gemeinsam, das ist, glaube ich, der Plan. Ich scroll mal durch, während du redest. Ja, bitte, ey. Ey, ohne Scheiß, was für eine geile Liste. Und da sind gute Sachen dabei. Für heute Abend, irgendwie, du hattest auch ein paar Sachen vorbereitet, irgendwie auch für After Dark eigentlich ursprünglich so. Ach ja, aber das haben wir dann ganz schnell verworfen. Also, ich würde sagen, ganz im Ernst, weil wir das letzte Mal so viel Spaß damit hatten, fangen wir mal mit einer sicheren Sache an, und zwar mit Bamerang. Das haben wir schon mal gegeneinander gespielt. Das ist umsonst. Echt, du willst ja, okay, komm. Warum nicht? Dabei. Könnt ihr euch gerne jetzt auch mal angucken. Könnt ihr direkt kaufen und macht einfach richtig Bock. Wir haben das ganz am Anfang schon mal gespielt. Ne? Ja, und da ich weiß, dass ich kam so richtig arrogant, hab die Spiele dann so ein bisschen, natürlich konnte es mehr als du. Und dann hast du es aber wie immer schnell gelernt. Und dann wurde es unangenehm. Ja, mal gucken, wie es jetzt läuft. Ich freue mich sehr. So, jetzt muss ich mal gucken, dass du auch reinkommst. Hey, Chat, schön, dass ihr am Start seid. Guten Abend, ey. Ihr seid, wer auch immer graue Haare anspricht, ihr seid selber alt. So. Alle sind alt. Wer ist nicht alt? Oh, das war der Woody. Und das ist der Simon. Oh Mann, ich kann das jetzt schon wieder nicht mehr. Ich auch nicht, ey. Also, das waren jetzt gerade 3 Bamerangs. Für euch zur Erklärung. Es geht natürlich um die Boomerangs, die man hier werfen kann. Aber Call? Ah, okay. Ja, und dann muss man die halt aufladen und werfen. Die kommen zurück. Und den anderen muss man treffen. Oh, der ist nicht zurückgekommen bei mir. Geht los. So, jetzt muss ich auch erstmal gerade wieder. Oh, ich bin runtergefallen. Nein! Das ist schon mal gut. Geht schon los noch nicht, ne? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, es ist hier ready. Okay. Ah. Okay, oh nein, es geht los. Okay, 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 okay. Oh Gott. Dass du damit auch starten musst. Ich bin direkt runtergefallen. Das ist so scheiße. Das war schon sehr gut. So, da wartet er schon. Ich warte nur. Nein, was? Hab ich den noch einen? Nee. Hilfe. Wie kriegt man einen neuen? Man muss den dreimal B drücken. Oder zumindest. Alter, das ist ja scheiße. Jetzt, yes. Okay. Fuck. Und er holt schon die ganzen Nuggets. Nein, 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 nein. Warum kommt er bei mir nicht zurück? Ah! Nein, nein. Ah, Alter, super. Weg. Hast du mich runter? Nee. Help! Komm schon. Scheiße. Komm, ja. Lächerlich. Hast du es gesehen, Alter? Nee, ey. Oh. Alter, was hast du da für einen Todesloop, ey? Todesloop, wirklich. Shit. Nein. Oh, was sieht. Ich mach jetzt nur noch Nahkampfangriffe. Nein, 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 Alter, hast du viel. Ich bin übrigens blau, Buddy ist gelb-rote. Ah, nein! Oh ja, bitte. Aber du hast sie alle noch, ich muss sie abwerfen. Ach, nein, 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 sehr gut. Warum machst du das? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warum macht die Hand das? Nein! Sammelleidenschaft. Gold einsammeln ist meine Leidenschaft. Alter, guck das an. So. Voll umgewämst. Alter, eingesammelt. Und noch zur Demütigung. Ja, Alter, ist das denn, ey. Zocker-Jimmy. Okay, ich sehe schon. Ja, wirklich. Das war der Sieg für den Simon. Wir machen Best of 3.
behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Denn wir müssen eh neu starten hier. Ist ja nur eine Demo. Ja. Hammer. Arsch, okay, komm, wir machen das nochmal, ne? Dann machen wir nochmal dieselben Farben, nehme ich auch an. Ja, ich bin gelb. Also, ne? Mann, ey, voll auf den Sack gekriegt. Ja, ich bin überrascht. Du musst, glaube ich, noch einmal nur hier bei der Kretschmann-Time verliert der Booty. Der weiß schon, was sich gehört. Tolles Wort. Ich mag die Startanimation. Ups. Shit, shit. Ey, wie gemein, ne? Du hast alle Waffen und lässt mich an keine. Was glaubst du, wer B ist? Die USA? B, B. Drücken. Ach so, ich Idiot. Ich muss die Wirtschaft ankurbeln. Oh Gott, wie lange dauert das? So, Leute, jetzt haben wir auch einen Bumerang. Und er ist viel größer und schöner als von den anderen. Nein, alles aufsammeln, alles auf. Alter, ficke dich. Oh, er hat nicht geschüttelt. Oh nein, jawohl. Alter, einfach alles. Schütteln. Alles. Ey, mit dem Werfen, ich raff's nicht. Warum wirft denn der immer so komisch krumm? Bumerang. Ich verstehe aber. Kann, muss man den noch mal rufen, Bumerang technisch? Also, dass nee, der du musst einfach die Flugkurve beachten. Ja, ja, wirklich? Ich glaube mir das. Ich lache, weil es ein Ratschlag war für mich, den ich nicht machen kann. Yes! Nein! Guter Ratschlag. Nein! Oh Mann, jetzt habe ich sie alle. Es darf doch nicht wahr sein, auf jetzt. Oh Mann, ich treffe nicht mal jetzt. Das war so eine tief hängende Frucht. Das ist typisch Booty. Jetzt hat er mich in Sicherheit wiegen lassen, indem er einmal verloren hat. Ah, okay, jetzt komm, jetzt komm ich zurück. Ich habe ihn nämlich in Sicherheit gewogen, den Booty. Laber nicht! Scheiße! Ihr doch laber mehr, ey. Red weiter. Nein! Simon, wie geht es Ihnen? Ich bin sogar runtergefallen, ne? Alles, was Sie in den letzten 3 Monaten an Internet konsumiert haben, bitte fein säuberlich als Doktorarbeit zurück. Es ist so fucking zügelig. Ich trau mich nicht. Nein! Oh, nein! Beide! Ja! Okay. Ah, nein! Hast du die noch bekommen? Ich glaub's ja nicht. Ey, nein! Alter, nee! Die Mucke! Oh, ist das super. Nein! Hör auf jetzt! Ich habe keine Kontrolle mehr über mein Aim. Zu viele von denen. Yes! Ah, das Gold ist mit runtergefallen. Lass los! Yes. Die Hand. Nein, du Arsch! Sie beißt. Das ist doch nur die Sache! Oh, wie unfair. Auch von mir. Ja. Komm her. Yes. Sau. Ja. Nein! Voll gezimmert. Nein! Das war's. So. Das mit dem Werfen geht gar nicht. Oh! Fuck, Alter! Null. Ich hab dich genullt. Halt, ohne Scheiß. Nein! War ich das? Yes! Nein! So schnell kann es gehen, Alter. Nein, Hand! Nein, sie schüttelt. Warum tut sie denn das? Oh, war das knapp. Yes! Fuck, Alter! Yes. Okay. Alter, mein Daumen. Nein, nein, jawohl, jawohl! Nein, jawohl! Schon wieder! Jawohl! Wann ist die Exklusion bei 30? Nein! Nein! Du kriegst sie nicht. Yes, Mann, Alter! Oh Gott, ist das anstrengend, ey. Alter. Okay, jetzt kurz Pause, Mann. Okay, 1-1, oder? Got it! Alter, leck mich, ey, Mann, Alter, das ist zu weh. Okay. Ja, ja. Oh, ist das anstrengend. Oh, gut, dass die Klimaanlage ein bisschen. Alter, Nidhogg, nee. Ich mach die Klimaanlage mal auf ein bisschen, bisschen weniger. Mal, die ist eindeutig zu warm. Normalerweise will ich das immer schön warm haben, wie so ein Opa. Aber heute aber nicht, du, ne? Rudi, du hältst mich jung. Ja, so ist das nämlich, ey. Deswegen okay, ich verstehe nicht. Weil ich will, dass du alt bist. Oder was? Ich verstehe sie nicht. Ja, komm. Kannst du mal versuchen, das umzustellen. Ach nee, warte, willst du kälter machen oder was? Währenddessen starte ich hier schon. Turbo. Nein. Ah, okay. Hallo Chat. Ich hoffe, es gefällt euch.
Ja, genau. Auf 20, das ist okay. Wir machen jetzt noch einen Entscheidungsschlag und dann wechseln wir Spiel. Ist okay mit dir? Mein Daumen sagt nein, aber mein das, ja, was eigentlich? Der Mund sagt ja. Der Mund sagt ja, genau. Okay. Ja, jetzt hör doch mal auf mit deinen dummen Erklärungen, Alter. Ich hab dich schon 20 Mal gespielt. Ey, mein Daumen, ey. Was ist los? Ich bin wehleidig. Okay, du Arsch, ey. Oh nein, Entscheidungsmatch. Oh. Da war einfach ein Schwung schneller. Jetzt reicht's aber, komm. Alter! Hast du das gesehen, Budi? Ja, klar, hast du das gesehen. Geil. Nee. Nein, ja, nein, nein, es geht nämlich auch andersrum. Komm, komm. Scheiße, aber es lief trotzdem nicht gut. Oh, mal gucken, wo der hingeht. Auch nicht. Scheiße. Okay, das ist ja mega geil. Nein! Oh, ist das teilweise eine unberechenbare Pixelscheiße hier. Nein! Jawohl! Oh, jawohl, ey. Nein! Das war so ein Switcheroo gerade hier. Oh, oh, oh. Oh, ich denke die ganze Zeit, ich habe noch einen. Ach, klar. Da brauchst du brauchst du echt nicht mehr schütteln. Yes. Budi? Ja. Ich muss eine Pause anmelden. Eine Pause anmelden, Moment. Ich habe eindeutig gerade zu viel Pech. Und dann kam noch fehlender Skill dazu. Du hast den abgewehrt! Ja, jetzt kommt alles wieder zurück. Nein, Alter, lächerlich! Wenn's läuft, dann läuft's, ne? Oder der trifft noch. Komm, nein! Abgewehrt, ich fass es nicht. Scheiße, die fliegen wirklich komisch. Der trifft. Ja, nein. Oh, komm. Einmal treffe ich. Jawohl. Oh, das ist so gemein. Jawohl, Glück gehabt. Alter. Und schüttel mich noch. Jawohl. Genau. Gib ihm doch einfach gleich die Punkte. Die Hand, die ihn füttert, die beißt ihn. Was? Okay. Das dauert viel zu lange. Ich hab alles eingesammelt. Ey. Es passiert halt einfach nichts. Oh. Nein! Ich habe auch null Vorteile, dass ich irgendwie so häufig getroffen werde, irgendwann einen Bonus mache. Ja, so! Ja! Ah, goddammit! Okay, wer wird geschüttelt? Beide. Beide! Oh. Nein! Es ist so dumm! Es war doch so schwul! Das ist so lächerlich, Alter! Hör auf! Jawohl! Alter, jawohl! Es ist wirklich... Komm jetzt, zu Ende machen! Nicht! Zu Ende, nur noch den einsammeln! Yeah! Mann, Alter! Das ist anstrengend, ey! Muss... Fritz Cola trinken! Werbepartner! Da noch mal kurz. Ja, der Budi. Ich wusste schon, dass ich mir hier reinhole, wenn ich mir den Budi in den Laden anstrengend. Aber ja, lustig. Anstrengend. Aber jetzt als nächstes was mit Koop, oder? Das ist doch, ja, doch ich, gerne. Ja, hey, doch, lustig. So, erstmal kurz ein bisschen warten. Oh. Ja, hallo, nette Erich. Ah. Ohne Zucker. Guten Tag, Chat. Lustig, ey. Na? Meine Herren, Alter. Das war Bamerang. Ey, guck mal, diese ewig lange Liste. Das ist Bamerang, Alter. Das ist schon wieder komplett ausgelaugt. Ich weiß, hier kommt Drunken Wrestler. Nee, das ist auch wieder gegeneinander. Ja, es ist eigentlich wieder gegeneinander. Komm, lass uns mal Human Fall Flat ausprobieren. Okay, da wollten wir eigentlich anfangen. Da ist es. Seit Ewigkeiten gab es neue Level. Und ich habe irgendwie nur ein Level gesehen, so eine Stadt und auch irgendwie was mit Riesenrad oder sowas. Ich weiß nicht, was das ist. Also es macht ja mega Spaß. Human Fall Flat guckt man gerne zu. 5 Jahre gibt's das schon. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und dazu gibt's einen neuen Add-on, wohl irgendein DLC, irgendwas mit 17 neuen. Oder ich sag mal so, es sind 17 neuen Level in der aktuellen Version. So kann man es glaube ich. Die sind rausgekommen mit 11 oder 12 oder sowas. Ja, und dann gab's so Packs irgendwie, so Seasons irgendwie auch. Ach, keine Ahnung. Aber ich habe damit Spaß gehabt. Also, ja. Naja, ich kann mich erinnern, dass wir 2 oder 3 Maps mal gespielt haben. Ja.
in den Dienstagen und es war jedes Mal einfach ein Riesenspaß und es ist schwer genug, eine Map zum Ende zu bringen. Ja. Okay, schauen wir mal. Ich hatte vergessen auch, wie schon wieder aus. Mach mal Customize erstmal. Ja, aber ich mach nicht zu lang jetzt hier. Nee. Kurz mal. Du musst, glaube ich, noch, du kannst joinen, wenn du einfach nur gedrückt hältst und zwar den Button hier. Ach, was, echt? Ich glaube ja. Geil. Perfekt, okay. Ja. Ich mach das jetzt sehr schnell. Einfach nur hier, zack, zack, Crash Test Dummy, Head, ne, ne, ne. Wie lächerlich schnell du das machst. Naja, wir haben keine Zeit. Wer will das denn jetzt hier? Was, wieso überhaupt? Ich hab doch gar keinen. Hä? Aber das ist schon, ne, nicht unwichtig. Kann man ruhig auch sparen. Siehst du es nicht? Wie siehst du? Das T-Shirt nehmen. So. Farbe, was, wo? Echt? Kann ich da noch malen? Okay, das wird krass. Das ist doch super. Ja, safe. Sehr gut. Ja, safe. Das war so klar. Publish, nee. Ja, weil es ist so, ey, gut. Ist richtig gut, Alter. Ja, Alter. Was? Warum? Du machst es auch noch. Das wollte ich doch gar nicht. Ach nee. Drängt mir doch jetzt mal hier nicht euer Social Shit auf. Mr. Crashman, das ist ein, so. Sie haben gewonnen für das beste Character Design. Ah, Moment, ich sehe schon. Warte, warte, Toggle warte, Player. Warte. Ja, ja, ich muss hier, Toggle Player. Na, warte mal. Ja, shit. Ja. Wir verstehen dieses Spiel. So, edit. Oh, ich Idiot, ich hab den falschen. Na, lass dir ruhig Zeit. So, edit. Paint, was Model. Wow, es gibt ganze Characters? Ja. None. Warum? Also, du hast nicht den Weisen vom Berg genommen, nee. Da den nimmst du nicht? Nein, nee, nee, nee. Ja, ich, ey, auch nicht so lange. So, komm, ich. Es geht einfach nicht. Warum? Ja, nicht so schnell. Genau. So. Du musst jetzt auch dich nicht mega stressen. Also es ist ja auch lustig, dir dabei zuzugucken, welche Entscheidung du triffst. Denn mit diesem Anzug wirst du in deinem Grab liegen, lieber Budi. Auch so. Also ich werde dich so beerdigen. Ich werde mir gar nicht die Mühe machen, dich runter, irgendwie die Arme runter, auf gar keinen Fall. Beerdigt ihn direkt in seinem Frack. Ich bin schon fertig. Okay. Einfach nur so. Er ist fertig. Ach, wie war Hose aus. So, Budi hat sich richtig Mühe gegeben, aber wir beide. Wir beide. Ja, aber wir beide haben uns Mühe gegeben. Jetzt hoffe ich. Oh, geil, es funktioniert. Oh nein, aber warte mal, wir müssen eigentlich, weil jetzt fangen wir bei Level 1 an, wir müssen eigentlich ein schwereres Level nehmen. Ich habe natürlich jetzt nur. Soll ich Load Checkpoint machen vielleicht? Oh nein, oh, müssen wir das durchspielen? Ah, warte mal, ist. Kann das sein, dass man ganz. Main-Menü, also ich, keine Ahnung, ich kenn's halt so, dass man die Level auf jeden Fall anwählen kann, aber ich glaube nicht, dass man. Play, na, scheinbar nicht, ne? Wir haben es natürlich jetzt nicht auf meinem Dings jetzt nicht fertig gespielt, durchgespielt. Das haben wir auf anderen. Ja, nee, das also ich glaube noch von vorne ist jetzt ein bisschen lame, glaube ich, oder? Start New Game. Nee, ja, tatsächlich. Krass. Ja, komm, dann lass doch wenigstens mal kurz ein paar Minuten noch mal hier rumeiern. Aber ich überlege gerade, ich glaube, ich habe jetzt deinen und du hast meinen. Kann das sein? Das wäre ein perfekter. Ja, ist wirklich so. Das ist so ein perfekter Abschluss für diese ganze Session heute schon. Okay, aber lass doch kurz was Tutorial machen. Ey! Ja, okay, komm. Okay, also hier nehmen, ne, und dann. Genau, ich bin original wieder der Gelbe, ey. Das ist so lächerlich. Hold it tight. Aber das wissen wir doch schon. Warum kann ich das? Ich glaube, wir können auch skippen. Ich glaube, man kann. Ich habe mal einen Speedrun gesehen, das war sehr lustig. Simon. Verdammt, Alter. Ich glaube, Jungfrau ist perfekt für Speed. Das ist so geil. Wenn man's kann. Das würde ich wirklich gerne machen. Also ernsthaft, ja, jetzt. Du bist herzlich eingeladen, mal einen zu üben. Du musst es ja nicht so wie die anderen Dudes schaffen, ne? So gut wie die echten Profis, aber. Allein das Training macht schon Bock. Ja, das ist super, ey. Ey, was die da auch wieder, wie die das hinkriegen, das ist schon sehr, sehr geil. Das macht schon sehr viel Spaß. Map, 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 map. Immer noch lustig, ey. Es ist schon irgendwie ein tolles Spiel. Also, ich krieg ja, direkt wieder Bock. Auch, ich auch. Schade, dass wir nicht die anderen Level haben. Also ich meine, wir können auch so Speedrun-mäßig jetzt durch die ersten durchballern, ne? Aber ja, es ist ja eigentlich schon jetzt ein Speedrun. Ich glaube, Awesome Games schaut gerade zu. Wee! Dienstags ist unten ohne Day. Speedrun da, ja, Alter, ey, Lahara, ey, boah, das, ich hab mir Speedruns angeguckt und das ist so geil und schon wieder so clever, wie die Maps hier exploiten. Ich habe hier gesehen, die können die irgendwie hier hochklettern zum Beispiel.
Ja, sicherlich. Also ich glaube, bei dem Spiel kannst du ganz viel rausfinden. Und ich weiß einfach wirklich nicht, wir wie könnten im Koop Speedrun, weil ich glaube, dass man sich im Koop kommt man noch mal ganz anders hochkommen und sich dann, ne? Ich glaube, das würde gehen. Genau so in diese Richtung. Guck mal, du könntest mich vielleicht hier um die Ecke so rum und dann wäre ich plötzlich da ganz hinten. Ja, es geht tatsächlich. Ich lass los. Alter, Speedrun! Oh! Speedrun! Was geht? Wow! Das ist ja mega geil. Wie lustig. Ja, gar kein Problem, ey. Aber hier, wie helfe ich dir jetzt? Oh, ja. Was mach ich jetzt? Keine, hab ich nichts mehr. Ja, doch, dann, ja, du musst mich holen und dann. Nee. Ah, mal, Speedrun! Ja, jetzt springst du. Ja, genau. Ja, jetzt komme ich aber nicht mehr hoch irgendwie. Wie geht das noch? Oh, ich hab's geschafft! Du musst auf jeden Fall eine Hand oben lassen und dann musst du in Blickrichtung die andere Hand versuchen, dann noch ranzukriegen. Okay, ja. Und dann kannst du, glaube ich, immer wieder nach. Musst du dich so hochhieven, weißt du? Ups, es geht irgendwie nach unten gerade. Aber gut. Ah, ja, warte. Also, ich könnte tatsächlich auch deine Hilfe später gebrauchen, falls du hier auch noch vorbeikommst. Ich weiß, ich hab jetzt einfach da liegen lassen. Scheiß. Aber jetzt. Jetzt. Yes, ich hab's geschafft. Warte. Halt! Halt dich noch, Alter. Ja, ja, ich schaff das. Ich muss nur ein bisschen schaukeln. Nicht ganz hundertprozentig. Aber eigentlich ist es wahrscheinlich einfacher. Okay, doch. Alter, ey. Das ist so ein bisschen wie das Reenactment von 127 Hours. Warum bist du denn jetzt auch da unten? Du machst es nur, um zu zeigen, wie cool du bist. Nein, jetzt hält er sich die ganze Zeit an dir fest. Ich habe wirklich ernsthaft versucht, rüberzukommen, um einfach zu helfen auch. Aber ich hab's. Ach, du hangelst dich wirklich so da lang die ganze Zeit. Ich versuch's, naja, aber es ist nicht so. Es ist so, wenn du. Genau, aber er krapscht dann immer falsch und wir sind ein bisschen zu nah, glaube ich. Ja, scheiße. Ich komme auch nicht mehr weiter. Aber einmal habe ich es nur geschafft irgendwie. Okay, also das ist auf jeden Fall. Also wird kein Speedrun mehr, aber ja, okay, es ist ein guter erster Anfang, würde ich sagen. Ey, wirklich ganz offen sprechen, alle Leute, die jetzt im Chat dabei sind, es wird sich original wenig verändern innerhalb der nächsten 2 Stunden. Okay, jetzt dann hochziehen. Wie ziehst du dich hoch? Mit dem linken musst du wie so sich hochhieven tatsächlich. Also ganz nach oben drücken meinst du oder meinst du mit der Kamera? Nach unten ziehen, nach unten dann mit dem linken. Genau. Ah. Und dann oben musst du ganz kurz versuchen deine Hand höher zu stellen und dann also ne, aber nur du darfst auf gar keinen Fall eine muss immer dran bleiben so. Das ist so die Schwierigkeit. Ja, guck, ich habe die rechte Hand verloren gerade. Ich verstehe. Ja. Ja, wahrscheinlich. Da muss man mit der Kamera spielen. Kann man nicht noch hüpfen oder so? Ja, ich glaube beim Springen tatsächlich nicht, also beim. Aber ich krieg's, wie gesagt, ich krieg's auch nicht hin. Ich versuche gerade so kurz mal eine Hand loszulassen, um die dann weiter höher irgendwie. Aber es ist. Shit, okay, damit bin ich durch. Es reicht. Du darfst es noch mal versuchen. Wir alle gucken jetzt noch mal Buddy zu. So richtig hat keiner bisher einen Weg gefunden. Was sagt denn der Chat? Also es gibt den regulären Weg, aber der ist natürlich lame, Alter. Ja, ich fand auch, der Weg hatte schon voll was von Speedrun. Wir waren da doch schon ganz gut dabei. Ja, ey, Alter, wie wir uns da hochgeschleppt haben, das war schon ganz nice, finde ich auch. Aber mit Springen, ich wette, wenn du hier hängst, musst du vielleicht noch mal A drücken oder so. Okay. So, ich kann dir helfen. Oh, da, ey. So. Nee, ich zieh den Boden. Aber halt dich mal an mir fest. Ja, ich versuch's. Während ich so ziehe. Das wird super gut. Du kannst, glaube ich, so hin und her springen. Oh nein, jetzt nicht. Das ist ja wie Cliffhanger hier, Alter. Ich bin so nah. Oh Gott. Nein, Buddy. Das ist die falsche Hand. Was machst du jetzt? Das ist die falsche Hand. Mach mal deinen Speedrun. Ich muss dir helfen. Ich komm runter. Nein. Ich zieh dich hoch. Okay, ich hab dich. Halt dich fest. Halt dich fest. Ja. Ich hab deine Krawatte. Halt, warte. Okay, so vielleicht. Halt dich fest. Warte. Warte. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Vielleicht musst du loslassen und dich an mir hochziehen. Ich versuch's. Nee? Warte. Okay, so. Ja. Wir schwingen so ein bisschen. Ja, genau. Sehr gut. Und eins, zwei, warte, und jetzt. Ah, scheiße. Ah, ich weiß nicht genau, wie ich das mache. Ey, warte mal, ich hab eine Idee. Simon, ich hab eine Idee. Das ist aber richtig Hardcore-Speedrun. Pass auf, wir finden einen neuen Weg. Nicht hoch. Nee, pass auf. Okay, was sollen wir machen? Ich hab eine richtig gute Idee. Warte mal. Der hält sich jetzt. Ah, jetzt. Okay, du musst die Idee, glaube ich, schon mit mir teilen. Jetzt. Da unten lang. Du hältst los, genau. Du lässt los, ey. Okay, ich lass los. Oh! Ich hab losgelassen. Du hast die falsche losgelassen. Du musst die linke, du musst dich an meinem Kopf festhalten. Das soll ich, okay. Moment. An meinem Kopf festhalten. Ja, okay, dann. Oder, warte. Ja, ich versuche ja den. Ach, ich guck die ganze Zeit über deinen Bildschirm, aber ich muss ja steuern mit meinem. Ja, genau. Jetzt habe ich den Kopf. Jetzt lässt du den rechten los. Oh, goddammit!
Ja, und jetzt? Du darfst nicht loslassen und ich muss versuchen, mit der rechten nach hinten zu kommen. Oder du mit der rechten. Nein, du bist der Einzige, der jetzt hier quasi okay, dann rankommt. Lass ich jetzt oder wir schwingen los. So. Oh, das könnte gehen. Nee, Alter, echt. Doch, warte mal. Hier, wir gehen unten um. Wenn du hast jetzt eine freie Hand, ne? Du hast deine wenn wir uns schwingen, könnte ich es schaffen. Er kommt nicht hin. Er will aber nicht knapp. Ja, es sieht so knapp aus. Ey, wir müssen uns sinken, Alter. Ja, passt. Nee, er greift immer an dich. Er grapscht dich an. Ja, echt? Er macht den Weinstein. Oh! Jetzt schwingen wir aber ganz schön krass. Auch nicht. Okay, Alter. Wir kriegen sich hin. Aber ich muss sagen, dass das. Also, stell dir mal vor, wir würden in echt da jetzt hängen. Ja, ja, halt, ich würde auch nicht loslassen. Ich will noch was versuchen, okay? Du hältst dich aber fest, bitte. Ja, so genauso wird es nämlich laufen. Oh Gott, damn it. Komm jetzt! Rechte Hand! Rechte Hand! Soll ich? An die Decke! An dein Bein, jetzt bin ich an deinem Bein. Okay. Wir müssen schwingen. Spider-Booty. Ich weiß nicht, soll. Ja, genau, ja! Ja, dann. Alter, du hast das Genick, das Torfig. Soll ich irgendwie mitschwingen oder kann ich irgendwas machen? Ich versuche auch mit nur meiner Hand da. Jetzt! So. Ja! Sie ist dran. Und dann? Sie ist dran. Jetzt war die andere los. Oh, okay, und ich mach, und schwing ich mach das Gewicht. Du schwingst weiter. Alter, wie geil. Nein! Nein, aber jetzt gleich. Ja! Sehr gut. Schwing weiter, Mann. Schwing weiter. Ich will, dass wir auf der anderen Seite wieder rauskommen. Jawohl, ich auch. Bereit? Okay, warte. Lass mich kurz. Okay. Oh! Ach, ah, okay, aber eine Hand, solange eine Hand am Start ist. Ja. Alter. Nein, shit. Oh Mist. Ja, ja. Ich schwing einfach weiter. Jetzt? Ah, shit. Ja, da hättest du rangehen können. Ich halte beide. Ich habe beides an dir. Ich kann aber gerne einen loslassen, aber dann schwingst du nicht mit. Ich hab's. Ich hab's. Okay. Okay, ich hab die Kamera schon eingestellt. Boah, ist das krass. Okay, ich hab eine scheiß Kamera. Entschuldigung. Es ist ein Zwei-Mann-Job. Ja, Film in Überlänge. Okay, jetzt? Ja! Ah! Nochmal. Okay. Yes! Ja, Mann. Und noch ein. Na, oh. Nee, du warst im Weg. Halt dich fest. Ja. Nein. Shit. Yes. Ja. Geil, wir sind unter der Schiene oder so. Alter, ey, das ist der eleganteste Speedrun der Welt. Yes, Mann. Ja, das ist irgendwie so ein Boden, wie heißt das, so ein Boden-Speedrun? Irgendwas so Out-of-Bounds-Speedrun. Ja, genau. Nur so. Okay. Yes, hab ich. Ja, yes, Mann, hab ey, ich. Du bist die Spinne. Spider-Man. Zusammen sind wir eine Spinne. 8 Glieder. Ja, exakt. Alles richtig gemacht. Ach, warte mal. Meine okay. Hand muss jetzt. Ach, das ist super schwer gerade. Dein Arm ist ein bisschen tot gerade. Ja, der wirkt ein bisschen leichenhaft. Ja, ich muss den richtigen Punkt finden, damit ich nicht dich, sondern die Decke greife, weißt du? Jetzt. Jawohl. Alter, wie geil. Oh, jawohl. Der war gut. Das könnte man richtig schnell machen. Stell mal vor, man würde das so ein bisschen trainieren. Ey, das muss es doch geben. Das hat das ja. das ist so prädestiniert für jawohl. Alter, wir sind an der Ecke, ich glaub's nicht. Oh Gott. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie. Jetzt komm! Wollen wir da nach links vielleicht einfach? Warte mal, wenn du jetzt einfach in die Richtung. Oh. Dich weiter so, ne, da wo ich schwinge. Ja, okay. So wie eben halt nur genau. Ja. Und da ist nämlich eine Ecke, da können wir dann angrapschen. An die Ecke, da kommen wir. Aua, der Nacken. Ach, ist furchtbar. Es tut wirklich beim Zug. Aber es ist alles für das jawohl. Team. Jawohl! Oh. Das ist so. Oh. Okay, jetzt. Jawohl. Ja, gut. Ist so scheiße und so gut, ey. Ja. Oh, wir haben ja. Ey, das ist körperlich anstrengend, ja. Ne? Wir haben auch psychisch irgendwie belastend. Okay. Jawohl! Alter, wie so zwei Affen. Wir machen das. Scheiß auf den Tutorial-Weg, Alter. Wir gehen unten rum. Wir sind underground. Wir gehen unseren eigenen Weg, Alter. Okay. Oh, jetzt nicht abkacken, Alter. Ja, einfach. Ich sehe, wie er immer greifen will, aber er grapscht nichts. Nee, die. So. Vielleicht. Jetzt ja? Hast jetzt du ganz sicher? Oh, nee, ja. Weiß ich nicht! Okay. Oh Gott. Oh shit. Jetzt müssen wir eigentlich mit einem Schwingschwung darüber, ja, ne? Ja, genau. Wir müssen so sonst wird das nichts. Oh. Ah, du hast so halb, ja? Ja? Aber wenn du es loslässt, sind wir wieder unten. Dann fängt der Scheiß wieder von vorne an. Ja, stimmt, dann lass ich's nochmal. Oder? Ich hab Angst, dass du. Kannst du deine linke Hand loslassen? Oh Gott. Und jetzt schwing ich dich. Oh!
Das geht gut. Das kann ich. Oh. Nee, okay, ich muss dich anders schwingen. Ich hab Angst, irgendwann loszulassen. Aber ja, 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 es geht, Mann. Gar kein Problem. Richtig gut, ey. Wo sind wir? Ja, wir hätten einfach durch diese Tür da oben gemusst. Alter, war das geil. Hast du ja mir den Celebration-Button, hast du da irgendwas? Ja, ja, ja. Mal zur Not Cash verteilen. Ja, Mann. Richtig. Das war ja richtig toll. Jetzt kommen wir aber nicht mehr weiter. Doch, hier. Aber das ist ja alles wurscht, ne? Wir haben es voll geschafft, Alter. Ja. Oh, ich habe genug von diesem Spiel. Das können wir eh nicht mehr toppen. Das können wir nicht mehr toppen. Ich habe auch genug. Ey, das war richtig lustig, Mann. Das war wirklich, das war großartig, Alter. Oh. Ja, wir haben durchgezogen, ne? Ich hab nicht gedacht, zwischendurch, muss ich sagen, habe ich nicht gedacht, dass das eine gute Idee ist, aber. Ja, danke, Chat. Ja, danke schön. Hat sich gelohnt, ey, finde ich auf jeden Fall. Und das jetzt auf der Kirmes, Mann. Ja, auf Level 16, Level 17 dann, was, ja. Ein tolles Spiel. Wir werden es irgendwann privat weiterspielen, sodass wir dann irgendwann vielleicht nochmal zocken können mit einem. Super, aber wir haben die Library ist voll und ich sehe gerade im Chat irgendwie, das ging gefühlt 3 Stunden. Ja, ist gut, Alter. Ja. Aber so, wir haben dafür gesorgt, dass ihr länger lebt, sozusagen. Gefühlt länger lebt. So, seht ihr? Ich will kurz was nachgucken und zwar haben wir gerade auch rausgefunden, das wurde uns gesagt natürlich von Madin, dass hier, kann man kurz mal zeigen, wenn man auf die Shop-Seite von Spielen geht, ist ganz versteckt unten Koop-Spiele mit geteiltem Bildschirm. Das ist das, wonach wir gesucht haben. Ich find's und das ist das Spiel, welches ich jetzt gerne noch mal spielen würde. Das passt, finde ich, gut. Manuel Samuel, wir müssen irgendwie, wie du siehst. Okay, doch, ja. Okay, das, alles ja, klar. Oder? Ja, ja. Kann man machen, jetzt. So, das ist wohl, ich glaube, das wird lustig. Okay. Vielleicht auch nicht. Wir müssen mal ausprobieren. Du kannst auf jeden Fall zusammen spielen. Octodad nur als Toter, ne? In 2D, als Toter und ja, super, also. Im Grunde wie Octodad, super. Ja. Das habe ich nämlich, kein Witz, das habe ich schon sehr, sehr lange in meiner Liste, seitdem das irgendwie rausgekommen ist und nie gespielt. Das wird wirklich Zeit. Super. Weil das ist ja auch was für mehrere, ne? Das ist ja wirklich nicht nur für einen. Okay, ich glaube, du kannst den. Na, lass ruhig an. Ich kann's auch nicht. Aber wird's dir nicht zu, weil ich habe einen Pulli an, aber ich habe das Gefühl, du hast ein T-Shirt. Ich krieg Raumzeit und Temperatur eh nicht mehr mit gerade. Also deswegen, ich will nicht, dass du dich hier kälte. Ich war voll in the zone, ey. Koop. Yes. Einmal A drücken, bitte. Yes, Entschuldigung, ich war abgelenkt. Bin da. Kein Ding. Ah, okay, Lächer. Oh, okay, ja. Oh, nee. Das ist ja jetzt schon hardcore. Das bin ich Player 1 oder 2? Gezockt. Oh, ja. Aber die Standardeinstellung sollte doch eigentlich die beste sein, oder nicht? Oder die gemeinste. Lass uns das einfach ausprobieren. Also lass uns auch ein Learning by Doing machen. Ich find's fast lustiger, ehrlich gesagt. Ja, komm, ist egal. Ach, du wolltest dir das wirklich angucken? Nee, eben nicht. Story-Modus. Ey, komm, lass eine Story machen. Hab ich Bock drauf. Ah, geil, ey. Gott, hab ich keine Ahnung. Our story begins in the middle of the 40s, when a hopeful young soldier called Sam. Oh, we're not doing that? Our story begins in the middle of last Tuesday, where a hopeless young freeloader called Sam is sipping a fancy cup of coffee with a name nobody can pronounce. Sam was born with a silver spoon in his mouth. But not the actual spoon that he has in his mouth now. That is a different spoon. But a figurative spoon that represents all the wealth and attention that he has been receiving from his parents. And their butlers. And their butlers' parents. You're a douche, aren't you, Sam? Blink twice if yes. He can't hear me. This is Sam's girlfriend, also not being heard by Sam. She's mad at Sam for his lack of responsibility produced by his large wealth. She also mentions the fact that Sam has forgotten her birthday for the 3rd year in a row. Sam's girlfriend is upset. As with most rich and famous brats, Sam does not pick up on that. Instead, he decides to lay this gem. Things just work out for me, baby. I can't just run around and do stuff. I'd end up with a limp spine or something. Sam's girlfriend does something she should have done a long time ago.
Sam is laying unconscious on the floor. He gathers his strength and makes an effort to get up. Duma? Nee, da bin ich. Then okay. He makes another effort to stand up straight. Ach, digital nur. Okay, nur digital. Sam is hit in the head so hard, he has to remind himself how to walk. He takes a right step. Then he takes a left step. Bist du das jetzt eigentlich? Mhm. Nee, das bist du. Okay, ich bin rechter Fuß. Du bist linker Fuß, ich bin rechter Fuß. Okay. You startle my child. An overprotective mother hurls a cup of coffee in Sam's face. Ich drücke A, zu blinzeln. He has to blink rapidly to regain his vision. Okay. Say something, Harold. Oh, gee. How is our son going to become a respected... Ach, wir müssen noch weiterlaufen. Okay. Then for himself. I thought he was good. Sam remembers the one thing he's good at. What's it? Paying for stuff. So he turns around to pay for his beverage. Und wieder zurück. Okay. Sam pays the guy 500 euros, barely covering the coffee. Thanks for the tip, douchebag. Sam decides to hurl another 500 at the guy. Not such a douchebag after all. Sam is hurling. Warum? Ja, ich hab's verstanden. Ich glaube, du musst noch mal drehen. Ja, tatsächlich. Okay, wir haben jetzt 1500 Dollar hingebrochen. Ich wäre jetzt auch gern die Barista. Und ihm noch schön auf den Bacon gegrapscht. Ja. Flatsch. Okay. Ich hoffe, dass die das immer anzeigen, weil es wird mega schwer, sich das zu merken. Muss ich immer noch blinzeln? He sees his girlfriend on the other side of the road. Sam pulls himself together and rushes towards his soon-to-be ex-girlfriend. Los, lauf! Ach so, Entschuldigung, aber ich wollte nicht über die Straße laufen. This is when a septic tank truck approaches Sam with an average speed of 90 kilometers per hour. The impact renders him 8 types of dead. Ja, das hast du jetzt davon. Kein Testament. Kotzt der oder schließlich? Ja, unklar. Erinnert an den Octodad Coop. Ja, finde ich auch, Max. Finde ich auch, echt. Aber lustig, also. Ja, ich glaube sogar, das war vorher. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht auch danach als. Also, ich glaube, eins von beiden war deutlich vorher. Und ich mag den Namen, Manuel Samuel. Irgendwie, man weiß direkt so ein bisschen, was einen erwartet, aber ist auch wiederum nicht. Ich hab dir mein Mecker-Heini, so die Anfangserzählung war mir zu lang. So irgendwie. Ja. Aber jetzt ist schon wieder geil. Also, ja. Es ist ein schmaler Grad, sag ich mal, zwischen man nervt irgendwie und man übertreibt es ein bisschen. Alter, du hast einmal bei Kretschmer Time so ein unglaublich absurdes, aber auch lustiges Spiel gespielt, wo das Spiel sich immer dessen bewusst ist, dass gerade ein Spiel ist. Ich hab vergessen, wie das heißt. Ich überlege auch gerade, was das sein könnte, weil uns fallen da ja einige Spiele ein, aber du meinst jetzt nicht Stanley Parable oder Beginner's Guide oder so, sondern das war auch so ein anderer, aber mit einem Off-Text. Der hat wirklich gelacht, der hat existenziell war. Das war wie ein Computer im Spiel, der dir wiederum irgendwas vorgelesen hat und das hat nicht mehr aufgehört und du hast voll durchgezogen. Ich habe vergessen, wie es heißt, vielleicht weiß der Chat das. There's no game, genau, dankeschön. Ja. Alter, ja klar, das war geil. Das war sehr, sehr lustig. Du hast halt auch nicht aufgehört zu lesen, ey. Aber es ist ein super Spiel. There's also the ground in hell. Ach geil, wir sind in der Hölle. Okay, super geil. Riecht gut. Okay, lass mal losgehen. Aber an sowas hatte ich eigentlich auch gedacht, ja. Ich dachte so, dass das so läuft. Ich dachte, der Tod bringt ihn aus Versehen um und muss ihn dann so imitieren wie bei Weekend at Bernie's. Ja, komm, wir gehen mal nach links. Mal gucken, was Sam decides to walk the wrong road. Ah, siehst du, auch ein bisschen selbstreferenziell. Typical public transport. Ja, du musst zurück. Du musst, glaube ich, turnen. Ja, ich will trotzdem rechnen, ob man noch was machen kann. Muss ich denn immer noch? Nee, ich kann nicht mehr blinzeln. Okay. Sam does not like being dead a single bit. He also hates the eerie feeling of not having any cash on him. Then he finds 7 glowing notes in his pocket. That makes him feel reasonably better.
He checked the source of the sound is none other than obliteration and oblivion, extermination and extinction, the end, decease and demise, the Grim Reaper, death. He's trying to do a kickflip on a skateboard and is dressed like a douchebag for some reason. In his coarse, horrifying voice, he lays this on Sam. Yo, yo, yo! Human Sam from the info is provided. Okay, this habe ich jetzt nicht erwartet. He takes a second look at Sam, and his eye sockets widen. Holy feces, dude! Your soul be like a diamond! Let me cut you a deal that we can seal. For reals? Aight, man, it decided. The notes in Sam's pocket are something called a shred of life. Every soul has at least one, and it is the biggest unit in Hell's currency, followed by quality of life, school of life, sound of life, meaning of life, and thug life. If you give me your shreds, I'll resurrect your face and get you out of Hell on one condition. You'll have to survive 24 hours with a handicap I choose under my supervision, bro. Sam decides to check out the rest of Hell before doing any deals with supernatural beings. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Why, hello there, dear sir. Let's see if we can find a job for you. You get to be... ooh, a plumber. That'll be all your shreds, dear sir. All right, that sounds fair. Yes. Sam notices that the souls that get into Hell are forced to get a job and become functioning souls of society. For most people, this is okay, but for Sam, it's horrifying. He hurls his shreds at death like he's never hurled piles of money before. Why, hello there, dear sir. Let's see if we can find a job for you. You get to be... ooh, a minesweeper! Nein, wir müssen ihm das, das Geld tatsächlich hinwerfen, ne? Ach was, soll ich aber vorher noch warten? Kann ich jetzt nicht hier... Kannst du nochmal bitte drücken? Nee, ich kann nichts machen, ne? Ha, ne, dann kann ich das wohl nicht. Ich dachte, ich kann diesen Geldwurf machen. Das war... Ich hab nicht zugehört, ey. Kannst du dich wieder hinlegen eigentlich? Geh mal weiter, vielleicht kann man da noch was machen. He goes back to death and his deal. Ah, okay. Octodad 4er Speedruns gibt's doch bestimmt auch, oder nicht? He keeps the last shred. For the next time he meets the gatekeeper of Hell. Whenever that's going to be. Hehe. Aight, bro. I only get to do these deals annually. But if you really want to live in biz, you have to do it manually. Also, I will stop speaking in rhymes now. Sam has just traveled through time, space, and logic, and finds himself fully alive, and more importantly, rich again. His joy is only dimmed by the fact that he can't move at all. This is when he shows up. Death. Yo, yo, yo! Oh, guy, you look horrible. I mean, you look great, bro. You be okay? Can you hear me? Blink twice if yes. Okay. Oh, cool. You'll be alive. Everything be fine. Aight, so, this here be the dealing biz. Was macht denn Nils am Boden? All your body functions manual, so you kind of have to do stuff on purpose. You'll be turning kind of blue. Might want to consider breathing. Ach, oh, Scheiße. Okay, du musst atmen, das ist gut. Gut zu wissen. Oh nein, ich muss ausatmen. Oh Gott. Bitchin, du musst ausatmen, Simon, ne?
question. So, all right. Hast du? Go survive for a day and I'll let you live. Du musst, du musst aufhören. Also ich muss. Und jetzt muss. Ja, wir müssen wirklich im Rhythmus. Ausatmen. Ich will wissen, wie lange es dauert, bis er rot wird, oder? Once again, Sam has to make an effort to get up. This time, he has to focus on his. Du musst wieder atmen. Oh Gott, das ist furchtbar. And once again, he has to remind himself how to walk. Oh, by the way. Oh nein. You be getting late for work. Sam does something that resembles walking toward the bathroom. Gonna do a kickflip now. Sam tries out a strange maneuver. Was machen wir gerade falsch? Wir müssen im richtigen Rhythmus ja, aber okay. Bist du oder bin ich dran jetzt? Ich weiß es nicht. Alter, das Atmen, das streckt mich schon voll an, Simon. Das ist wirklich lächerlich. Das Atmen, das streicht mich schon. Du musst blinzeln, glaube ich. Sam has some trouble with his posture and has to focus. Okay, du musst dich, glaube ich, noch umdrehen. Oh, nein! He has to use his opposite leg to get up here. Ich hab ja, aber warum gehen wir in die Richtung? Wir müssen atmen. Ich kann nichts machen, du hör auf zu. Ja. Aber du läufst doch auch. So, ja, ah, nee, wir müssen doch pissen, hat er gesagt. Oh Gott, wir müssen atmen! Okay, ich mache nichts. Du musst einmal atmen. Bein. You're impressing no one. Okay, du musst mehr. Nein! Du musst mehr. Oh nein! Gott! Oh Gott, ich hab's vergessen. Uff. Oh Gott. Achso, okay, wir können wieder aufstehen. Du musst auch aufstehen. Ja, ja. Du musst das mit dem Laufen ist völlig scheiße. Ja. Warte mal. Ganz kurz, hör du mal auf zu drücken bei dem Laufen. Ich möchte einmal. So, jetzt hab ich. Genau, und jetzt musst du. Ah, jetzt okay. Ah, du musst nach oben gedrückt halten, kann das sein? Wenn du stehen willst? Du musst, glaube ich, ausatmen. Oh, oh, atmen! Sam holds on to that toothbrush like his life depends on it. Ja, ausatmen. Ausatmen. Sam is ready to smile. He won't for at least. Nein! Oh Gott, das ist wirklich anstrengend. Oh, macht mich fertig. Ich hab mich auf. Was war das? Die Flasche aufheben. Ja, okay, warte. Ich drehe mich rum. Okay. Ah, was ist das? R2, wir müssen stehen. Stehen. Und, ey, warum stehen wir? Drück du mal L für den Fuß. Ah, okay. Jetzt drück mal, genau. Genau, nein! Ah, okay. Okay. Ja. Warum hat das jetzt nicht geklappt? R2, deswegen. Ja, mach du nochmal bitte R2. Moment. Ausatmen. Oh Gott! Ja, aber dann sollte man besser gar nicht ausatmen, oder? Weil man doch sofort. So. Okay. Jetzt nur hinstellen. Sam tries to take a leak. Oh Gott. Oh, leck mich. Hey, dude, have you seen my. Eins. Sam takes a leak on the floor. Du musst nach rechts. Ah, konstant. Oh Gott, oh, ist das lustig. But not limited to himself. Gut, dass ich nicht noch atmen muss gerade. Sam's vision is blurrier than a Norwegian teenager ja, at a wedding. Ja, ja, ist ja gut. He decides one empty bladder later, Sam moves on. Warte, weil wir machen hier ganz grundlegend was falsch beim Laufen. Hier, oder nein! Atmen! Oh Gott. Again. Okay. Oh Gott, das ist hardcore, ey. Also ich. Okay, ja, ich weiß wirklich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß noch nicht mal, wer von uns es nicht richtig macht. Oder ob wir es beide. Ich weiß Kannst es einfach. Digital nicht. Nach oben. Wenn ich mal jetzt drücke, rutschen wir. Du musst drücken. Jetzt, genau. Ich glaube, wir müssen wirklich im Rhythmus machen. Ja, aber jeder nimmt ja ein Bein, oder? Dachte ich. Sam, blink!
Bling. Sam tries to take a shower. He looks like a mantis that's trying to explain to someone how a bicycle works. Das ist alles so furchtbar. Es ist super hardcore. Blink, Sam, blink! Sam has some trouble with his posture so. And has to focus Mann. On his spine. Gleich geschafft. Jawohl. Komm, komm, die komm, ganze komm. Pilze weg, mach jetzt! Sam is clean oh as well. Gott. Good job, Sam. Ich glaube, wir müssen im Rhythmus. Also, du fängst an. Und jetzt, ja, ja. Clean and ausatmen. Sam decides to find some clothes. Kannst du ausatmen? Friggin' Skateboard. Du musst, ja. Let's see. Ja. 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 Hi, let's see. Ey, Terror. Wirklich Terror. Simon! Du musst ausatmen! Es ist, ja, ich muss doch alles gleichzeitig machen. Ja, nee! Jetzt musst du nochmal. Ausatmen! Sam can open doors now. Clever boy. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Okay. Nee. Blinzeln und ausatmen. Blinzeln ausatmen. Ja, aber du mal, Buddy, wir laufen. What is over there, Sam? Your spine, Sam. It matters. Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Ich kann nicht mehr laufen. Okay, wir sind nicht falsch. Kannst du auspusten, bitte? Sam passes out from the lack of oxygen again. Au. Okay. Jawohl, jetzt, endlich. Jetzt. Warte mal, kann man hier irgendwas machen? Nee, ne? Jetzt haben wir's. Nochmal? Vergessen, was wir eigentlich machen sollten. Okay, wer von uns? Ich mach. Nee, mach mal nicht. Beide gleichzeitig mal gedrückt halten. Gedrückt halt und ja, aber nein, wir müssen uns einfach nur. Jedes Bein wechselt sich ja nur ab. Das eine bist du, das andere ich. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Aber ich verstehe nicht, warum er immer wieder so. Okay, zurück, Scheiße. Warum er so wackelt? Ich weiß es auch nicht. Blinzeln bitte. Und pusten. Sorry, ich war abgelenkt. Oh, atmen. Ja. Oh Gott, das ist ein Stress. Ich kann nicht mehr, Buddy. Ich kann nicht mehr, Buddy. Wir ziehen uns noch an, okay? Ja, okay. Wir ziehen es nur noch an. Sam successfully puts on pants, feeling more accomplished than ever. He proceeds to find a jacket. Only the best one. Kannst du auspusten? Sam, ja, er war gerade oh Gott. Again. Nein. Einmal stehen. Oh, ich muss beides drücken. Okay. Scheiße. Nein. Nein, Buddy, umdrehen. Ja, warte, ich muss stehen dafür. Du musst einmal umdrehen. Ja. He settles for a mediocre one. Gar kein Problem. Humble. Du auch noch? Einmal noch, genau. Oh. Sam is ready for the wirklich, das Ausatmen ist... Nein, 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 nein! Oh Gott. Das ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das Genick, das Ausatmen oder das Laufen? Ah, es ist so schwer, ein Mensch super. Zu sein. Nur noch die Schuhe, dann hören wir wirklich auf. Sind das seine Schuhe da? Einmal stoppen. Einmal umdrehen. Nein, nein, nein! Mir wird ein bisschen schlecht gerade. Wo sind die Schuhe? So, wir müssen wahrscheinlich nach hinten noch weiter durch.
Wahrscheinlich müssen wir gleich nochmal auf Klo. Nochmal? Nee, da geht's nicht weiter. Okay, dann nochmal. Ich kann mich nicht umdrehen. Jetzt? Nee. Nee? Jetzt. Ja. Ich glaube, okay. ich hab das Gefühl, ich muss immer den ersten Schritt machen. Nee, es hängt vom Bein ab. Ah, ah, ah! Einmal drehen. Also, welches Bein gerade vorne ist. Ich bin das von aus seiner Sicht rechte. Oh, du musst schnell. Sorry, mein Fehler, ich habe ausgeatmet. Flinzel mal. Okay. Ein Schritt nach vorne. Nee, nochmal hoch. Ich glaube, du musst auspusten. Buddy. Nee, ich mach, du ich machst dann, ja, aber wenn du drei, wenn er dreimal rutscht, yes, yes, dann bist du das. Wenn er dreimal rutscht, bist du das. Weil ich kann es nicht sein. He puts on his shoes. Kein okay. Living the dream of having shoes on. Du bist aus. Ich hab keinen Bock mehr. Ich kann es nicht weiterspielen. Er ist schon wieder sauer. Ja, noch Stromberg, mein Herr. Nur noch hier raus. Ey, warte mal. Nur kannst du Pause drücken wenigstens? Sie drücken sich mal ernsthaft jetzt. Blink, Sam, blink. Nein, ich kann nicht mehr, Buddy, ich kann nicht mehr. Ja, ich will drücken, Pause, drück. Ja, oh Gott, damn it, Alter, Gott, ey. Catch for time, catch for time. Atemlos, catch for time. Alter, es macht mich, dieses, man atmet oh, so mit. Ich hab richtig... Ich habe gerade angefangen, richtig Gott, zu atmen. Also nicht jetzt eben beim Spiel, aber die Wochen vorher habe ich angefangen, endlich mal richtig zu atmen. Weißt du nämlich, dass wir alle falsch atmen, Buddy? Alter, ey, ich habe gerade, ich hab immer noch nicht Luft geholt. Eins, nachdem zwei, ich drei, vier. Ausatmen. Ausatmen. Ach Gott, war das anstrengend. Und weißt du, dass dein Körper in dem Moment, wenn du ausatmest, erst dann wird quasi dieses Gefühl aktiviert, wonach du wieder Luft brauchst. Also wenn du einatmest und es ganz lang drinnen behältst, dann nimmt sich der Körper noch lange, was er braucht. Aber wenn du ausatmest, in dem Moment wird es getriggert, wie so ein Reiz, dass du sofort wieder einatmen willst. Deswegen darfst du, wenn du, ne, du darfst nie ausatmen, wenn du eigentlich nur noch diesen einen Atem hast. Aber aus Sicht eines Didgeridoo-Spielers, dann machst du ja beides Guter gleichzeitig. Punkt. Guter Punkt. Kann genau, deswegen so happy. Macht der? Ist der nicht? Ja, die atmen doch durch die Luft ein und gleichzeitig wieder aus. Ja, ein Saubstauger, der muss sich ausgehen, schreibt das doch Unsinn. Ja, da schreibt immer einer, dass es Unsinn ist. Ich habe das ja nicht mir ausgedacht. Ich habe das aus irgendeinem Podcast. Ey, das war halt wirklich, wirklich lustig, aber auch echt unangenehm am Ende, ne? Du bist da so konzentriert. Dieses Atmen ist ja grausam, ey. Also, das war sehr lustig. Das mit dem Atmen hat mich total fertig gemacht gerade. Bin ich jetzt richtig, ey, wenn dieses Spiel gemacht. Alles richtig macht, dann muss der irgendwann einen Helikopter fliegen oder sowas. Oder das ist ja eigentlich wie Surgeon Simulator, ne? Nur halt. Ja, ähnlich anstrengend, ja. Aber Surgeon Simulator hat, glaube ich, keinen Koop-Modus, obwohl das natürlich sehr geeignet wäre. Eigentlich mit zwei Händen operiert es sich doch eigentlich dann auch schon besser, wenn man mehr ehrlich ist. Also, Surgeon Simulator. Ey, ich finde ja so ein, hier, wie heißt dieser Film mal? 300 Days of Summer? Ja, also ich kenne ihn also nicht. Also so ein richtig, einfach so ein, auch so ein melancholisch, ja. Aber so ein richtig schöner Film irgendwie auch. Aber dann halt Charaktere, die halt so awkward, die einfach Körperfunktion, die einfach. Ich dachte schon, du machst so eine Art Wetterforecast fürs Jahr 2050. 300 Days. Ah, ja, ne. 500 Days of Summer, dankeschön. Ticonderoga. 2050 wird es dann so sein, dass 500 Sommertage in ein Jahr gepresst werden. Irgendwie schaffen wir es, 500 Sonnentage auf 365 Tage und 60 Grad hoch zu piepern. Piepern, so, Alter, ey. Das war die gesellschaftskritischen Elemente von Kretschmertime. Das kennt ihr, ne? Kretschmertime hat immer auch einen Tick Sozialkritik. Komm, drück nochmal den Button. Drück den Button nochmal. Catch for time. Sozialkritik, Catch for time. Powerwash Simulator. Ich werde das jetzt nicht spielen, aber das empfehle ich dir. Powerwash Simulator. Das ist geil. Einfach Sachen abspritzen. Einfach mal eine Sache, ja, richtig, einfach so. Kannst du sogar die Düse ändern und das dann genauer abspratzen oder ein bisschen breiter spritzen. Ah, super, Alter. Ja. Okay. Ich überlege gerade. Oh, da habe ich noch was. Das würde ich jetzt gerne probieren. Aber du kannst gerne währenddessen schon mal reden.
Wir hatten ja noch überlegt, das ist tatsächlich aber nicht in der Library gerade drin, war Teardown. Das hat Denzel, glaube ich, hier auf dem Sender mal gespielt. Wir haben alle doch Bock drauf gehabt. Das weiß ich noch. Da haben wir 20 Spiele gekauft. Und du kommst jetzt mit dem 21., was wir nicht mehr gekauft haben. Ich hätte noch 22. Ich weiß, aber die Frage ist, warum? Aber ja, Teardown, das werden wir dann nochmal spielen. Da hatten wir die Idee, ne, dass der eine was baut und der andere es zerhaut. Wie gebaut? Eigentlich nur. Ich hab den Namen, oh Gott, die Sendung muss morgen auf Sendung. Wie gebaut, so zerhaut. Die große, wie heißt das Spiel? Teardown. Das große Teardown. The Big Teardown. Wie gebaut, so zerhaut. Morgen schon wieder vergessen. Okay, hier, was wolltest du sagen? Nicht abdriften jetzt. Du kannst gerne jetzt reden, weil das, was wir jetzt spielen, ist wunderbar, um nebenbei einfach nur laufen zu lassen. Wir ballern jetzt ein bisschen. Eine Zerkloppung. Sehr gut. Super Probotektor. Haben wir vorhin drüber geredet? Das deutsch-japanische Computernetzwerk errichtet nach dem Krieg. Ich mach mal den Offensprecher. Ja. Jetzt noch so Roboterstimmen. Autonom lernende Maschinen bringen exponentielle Fortschritte. Fusionstechnologie und Maschinendiener formen neue Städte in Japan und Europa. Besorgt wegen den fortschreitenden Fähigkeiten werden alle CPUs auf 1% ihrer Leistung limitiert. Macht doch einfach schwächere. Aber es war nicht genug. Ein Komplott wurde ersonnen. Die 5 Supercomputer bündeln ihre Energie und erlangen ihr Bewusstsein. Entfesselt von ihren menschlichen Herrschern. Nier Automata. Werden die Maschinen jetzt von ihren neuen Maschinen geführt? Was? Ja. Hä? Ja, die sagt so. Nier Automata. Die Maschinen werden zu den Dienern der Maschinen. Ein letzter Versuch. Menschliche Kräfte auf einer geheimen Mission. Das ist der menschliche Part. Tief im Hauptquartier der Legion. Verstecktes Lab. Das heißt Labor. Ein vergessener Android-Prototyp. Nun unter menschlicher Kontrolle. Prevent Armageddon. Verhindere Armageddon. Ist ja super. Der Titel ist der Hammer jetzt schon. Synthetic Ultimate. Nur bei Kretschmer Time. Also ich muss sagen, du hattest ja Probotector genannt. Es wird wahrscheinlich kein Probotector. Aber es wird vielleicht trotzdem los. Right Guard, Breacher, Scharfschütze, Assassine, Raider. Schwere Schütze. Kannst du auch mal drücken? Ah, nee, sollen wir vielleicht beide? Warte mal, spezialisiert. Drück einfach mal auf Start. Oh, hab ich was gedrückt? Du musst da aber doch jetzt auch kommen. So, okay, das bin ich. Und du? Du kannst. Ich habe aber extra nachgeguckt. Das hat angeblich einen Koop-Modus. Nee? Du kannst echt nicht reinkommen? In dieses tolle, super Spiel? Ach, vielleicht muss man dieses Tutorial auch erstmal spielen oder sowas. Glaubst du, das ist Tutorial? Das war eigentlich ganz interessant gerade. Oh, das muss man aber sehr genau spielen. Alter, Rico, du hast vorhin immer wieder. Wir haben vorhin, kein Witz, original über Protector nachgesprochen. Ja, deswegen habe ich das dann gekauft. Ja. Ich dachte, das und hat das ist tatsächlich. Also ein bisschen. Ja, es ist eher so ein Twin-Stick-Shooter, ja. Und kann dann einer hier mitnehmen? Was ist jetzt passiert? Okay, ich will ja eigentlich nur gucken, wo der Multiplayer-Modus ist. Karte öffnen. Scheiße, ich glaube, das Ding hat keinen. Kann das sein? Oder ist das wirklich so eine ganz klassische Tutorial-Mission? Du musst erstmal sozusagen am Anfang was durchspielen, um dann ins Menü zu kommen. Aber war das schon das krasse Intro? Vielleicht war das nur der Prolog. Das richtig krasse Intro kommt noch. Das würde ich eigentlich jetzt echt gerne spielen. Na gut, okay, aber ich will das auch spielen. Moment, wir müssen gerade nachgucken. Da wollen wir erstmal, gehen wir mal auf die Shop-Seite. Vielleicht habe ich das auch. Ich habe das am Ende sehr. Ah, fuck, es ist wirklich Singleplayer. Echt? Ja, habe ich Mist gebaut. Ach, Online-Koop, ne? Ja, okay. Kannst du mal kurz den Button drücken? Ja, nee, ist ausgefallen tatsächlich. Kretschmer Time. Mist gebaut. Ah. Egal. Okay, ist einfach schwarz geworden hier, aber dann kann ich das doch mal noch auslösen. Okay, wir hatten noch Monaco, das hatten wir uns überlegt. Ja, Mann. Ich habe hier noch Rubber Bandits, Team Sonic Racing und Jackbox Party Pack. Wir haben noch. Jackbox habe ich ewig. Also ganz viel anderer Kram. Just Die Already hat jetzt auch einen Versus-Modus. Es gibt also einiges. Es gibt einiges. Hast du einen Wunsch?
Rudi? Danke. Ich muss einmal überprüfen, ob alles da ist. Wir könnten Monaco mal probieren, das habe ich gerade im Chat auch gesehen. Ja, Team Sonic Racing wird auch gesagt, können wir auch mal das probieren. Das ist toll, echt. Oh, Racing, glaube ich, ah! Das ist doch so Mario Kart, nur halt mit Sonic. Ja, deswegen, ich glaube, da hab ich, also dann lieber Monaco jetzt. Machen wir jetzt ja, auch. Und dann gucken wir danach. Also, wenn das ähnlich anstrengend ist wie alles, was wir bis heute Abend gespielt haben, dann. Ja, es ist halt echt. Dann leck mich am Arsch, ey, echt. Okay. Spielt doch Manuel Samuel. Ey, das hat euch gefallen. Moment. Natürlich hat euch das gefallen, selbstverständlich. Das ging wirklich irgendwann richtig auf die, also nicht auf die Nerven im Sinne von schlecht, sondern das hat mich zu sehr unter Druck gesetzt. Dieses Laufen, dieses nicht funktionierende. Das Atmen war nicht grausam. Das Atmen war, also ich musste ja scheinbar, also wenn ich was gedrückt habe, wurde Atmen ja immer kompliziert. Deswegen habe ich lieber gar nicht gedrückt oder kaum. Aber ab dem Ausatmen war sofort blau. Aber eigentlich liebe ich diese Spiele, weil sie halt so, weil sie so stressig sind, ne? Aber ja. Hier, PvP, wie spielen wir zusammen? Du weißt es auch nicht, ne? Playmode, hier, gibt's nicht irgendwas? Play Monaco? Nee, gibt nur irgendwie Zombie-Enhanced, okay. Das gibt's aber nicht. Es gibt doch einen Multiplayer-Modus. Ja, du musst, glaube ich, einfach Play Monaco gehen und dann. Genau. Da muss ich The Locks Story, geh mal da rein. Und jetzt müsste ich. Da! Ja. Multiplayer Online. Das ja, aber dann wollen wir halt offline spielen. Offline, ja, genau. Okay, also müssen wir offline und dann, okay. Und wo? Wahrscheinlich über Steam dann. Ist ja Quatsch, oder? Wie kann ich offline gehen? Moment, siehst du unten irgendwas? Quick Match? Nee, ich gehe mal auf Toilette, schreibe sehr fragwürdig. Aha. Okay, wir wollen halt offline spielen, ne? Das ist eigentlich ja, das Hauptproblem gerade. Genau. Da unten nicht. Dieses Blaue steht, Play Online. Ja, ich kann es nur leider nicht, ich kann es nicht ändern. Mach mal digital nach unten, geht das vielleicht? Nee, ich bin schon am digitalen Drücken. Kannst du noch bei dir mal Start drücken oder so irgendwas? Nee, gemacht, ne? Das bringt nichts. Weiß es jemand im Chat vielleicht kurz? Das wäre natürlich geil. Da Options, Controls. Okay, da. Ich könnte Steuerung ändern, damit jeder zu schnell. Im ersten Menü ist das. Im allerersten. Hier oder was? Hier? Da. Kannst du jetzt nach unten drücken? Ja, aber da waren wir eben. Ach so. Ach, da! Nee, nee, kann das sein? Das nee, Blaue da drunter, Play PvP? Online, aber kannst du sonst mit Create a Customization? Okay, Moment. Hier, Casper Denied, was auch immer das heißt, Incomplete, keine Ahnung. PvP, das sind einfach vielleicht hier. Und jetzt, kannst du jetzt Leave Lobby und Geh nochmal ganz kurz zurück, bitte. Nee, geh nochmal zurück. Wir finden Und das. Jetzt ganz runter. Description Options, Refresh. Description Options, was, nee, das ist mit nur der Shit. L1 und L2, ich, ja, ich kann natürlich zur Not, kann ich halt einfach Steam offline nehmen. Soll ich das mal machen? Nee, also, Alter, ja, aber das kann doch nicht sein, dass das nicht möglich ist. Nee. Vielleicht soll ich es offline starten. Komm, wir starten es offline. Ja, ist gut. Ganz komische Sachen hier. Wirklich interessant, man kann diesen Knopf wirklich sehr häufig drücken. Ja. Das ist besser. Eine Erkenntnis, die ich hatte. Moment, bevor du es jetzt die ganze Zeit machst, Buddy, wir müssen es immer noch hinkriegen jetzt. Also, ja, wie kann ich denn offline schalten? Nicht Steam. Wie kann ich Steam offline gehen? Okay, ich hab's geschafft. Jetzt muss ich neu starten. Pff, Rechner kaputt. Alles zerstört. Okay, so. Monaco im Offline-Modus gestartet. Startet? Das muss auch anders gehen. Das ja, kann man sicherlich auch. Ja, aber so. Irgendwer schreibt im Chat Elden Ring. Hier, da geht's. Okay, PvP. Wir müssen oben, nee, Story muss machen. Genau. Aber Story, wieso sucht er jetzt schon wieder nach? Ich rost aus. Warum? Warum kann ich nicht offline spielen? Ich will die Maus bedienen. Kannst du mit der Maus irgendwas machen? Nee, ne? Nee. Mann, ist das nervig, Monaco. Was bist du, eine dumme Drecksau? Kannst du da nach links drücken? Auch nicht, ne? Alter, es ist wirklich zum Kotzen. Ich weiß nicht, wie man diesen Knopf drückt. Vielleicht geht's nur die Classic Missions oder so. Ja, also das ist jetzt wirklich super nervig. Quatsch. Ihr seht's ja. Aber ihr seht's nicht, beziehungsweise, weil Buddy, du musst ja auch hinterher schalten, Mann. Die Leute sehen nur die Kamera die ganze Zeit. Bist du nicht bei Camera Olympics? Stimmt. Hier muss man die Kamera aber umschalten. Aber der Chaos-Faktor und das Funktioniert-Nicht-Faktor ist ungefähr gleich. Ja, das ist bei uns allen wahr. Also, ihr seht's ja, ne? Es ist ganz weird. Aus dem Chat sagt auch keiner irgendwie, you're playing offline, ja? Ich weiß! Du dummes Scheißspiel!
Kannst du jetzt was machen? Drück mal einfach jetzt. Drück mal. Ja! Ich. Okay. Knockout. Unsuspecting enemies. Der Cleaner, das bin ich. Wolf, danke schön. Er hat geschrieben, da, Ausrufezeichen. Danke. Drück. Wolf, du hast es getan. Du musst dann nochmal A drücken. Und dann. Wir sind leider ja nur zu zweit. Kann man das überhaupt zu zweit spielen? Klar. Das wird sich jetzt zeigen. Oui. Skip Story. I'm to be deported. Oh, schade. Starting. Oui. No problem. Oh Gott. Gott, oh Gott. Ah, okay. Einfach nur drücken. Also A drücken. Nee, gedrückt halten. Vielleicht kannst du es auch nicht. Genau, da kann ich es machen. Okay. Jump for guards. Wie kann ich denn sneaken? Ah, da. Gibt's da eine Veränderung in der... Ach nee, er ist nur langsamer, okay. Ah, ich kann so ein bisschen Gegner... Und du kannst das jetzt nicht knacken? Okay, interessant. Ich muss einfach nur gegenlaufen. Escape, okay. Das kriegen wir hin, ne? Ah, doch, kannst es doch. Da ist ein Guard. Nee, ich muss es wirklich selbst machen. Vorsicht, Vorsicht. Da ist ein Guard hinter der Tür. Oder in den Tunnel? Nee. Ich glaube, das ist ja auch noch nur Tutorial. Ui. Ah, langsam wird es spannend, okay. Ja, das sind so Laser. Ich kann hier nichts machen. Was kannst du eigentlich? Also was ich sind deine... Nur, wenn ich sneake, kann ich irgendwie Gegner sehen. Mehr ist es nicht. Aber ich dachte eigentlich, dass ich den Melee-Typen habe, der einfach Nahkampf machen kann, aber... Ach geil, du hast den Strom ausgeschaltet. Natürlich, das war genau das, was ich vorhatte. Sollen wir den auch ausrauben oder nicht? Ach, ja, wir hätten ihn wahrscheinlich auch ausrauben können. Oder vielleicht ist es auch nur wirklich der Anfang eben. Vorsicht, da ist er, ne? Post. Ja, Vorsicht. Ja, ich sehe ihn. Versuche ihn so ein bisschen hinten rum. Hier, man kann hinten rum, Simon. Dieses Schwarz-Weiß, was dann zur Farbe wird, von der Blaupause quasi zurück. Zur Map, finde ich schon sehr schön. Oh, nee, der kommt zu uns, Der geht da rein, Hier, und los, was hier lang. Ah! Nee, der kommt ja raus. Scheiße. Bist du nicht der Melee-Typ oder bin ich das? Ich weiß es halt einfach nicht. Ich will es nicht. Ich will es nicht rausfinden jetzt. Oh. Wie war da? Was? Lauf. Ah! Schleichen. Man kann ja auch schleichen, ne? Shit, wir sind auseinander, Simon. Das ist vielleicht ganz gut jetzt, weil wir ja alles einsammeln wollen, natürlich. Und die Kasse noch dicht gemacht. Nee, nein. Strom. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich nehme an, einfach nur nach rechts. Gut, hab's. Geil, gar kein Problem, ey. Easy. Na gut, das Tutorial haben wir hingekriegt, ne? Ja, gut, ja. Easy, sag ich ja. An der Stelle würde ich gerne mal ganz kurz pausieren, einmal austreten, ey. Dann machen wir das doch kurz. Das war die erste Map. Wir spielen aber auf jeden Fall gleich noch ein, zwei Runden Monaco, oder? Ja, dann geht's weiter. Nach der Werbung. Okay, und Kretschmer Time findet dann immer seine zweite Hälfte. So geht's weiter. Vorher aber Werbung. Super gut. Geiler Beat. Wir haben gerade im Monaco angefangen. Und haben ein Päuschen gemacht. Ja. Und jetzt haben wir noch ein Stündchen für ein bisschen hiervon und dann vielleicht noch zwei, drei andere Sachen. Ich bin so ein bisschen, voll. Ja? Lass uns die zweite Mission auf jeden Fall spielen. Auf jeden Fall. Aber ich bin gerade so ein bisschen, weil wir das auch schon kennen. Ich hatte gerade so viel Spaß mit Dina Kanaka, Unsuspecting. Du willst ja schon wieder irgendwas anderes spielen, ne? Nee, ja. Du musst voll flat oder so spielen oder irgendwas, ne? Nee, einfach irgendwas anderes. Deswegen. Alles gut, ich mach mal den Cleaner. Knockout, Pickpocket. Pet Monkey that collects loot. Ach, ist auch geil. Eine gute Idee, ja. Ja, komm, machen wir mal so. So, auch hier skippen wir die Story. Was wolltest du denn vorschlagen eben? Ich weiß nicht mehr, was ich vorschlagen wollte, ehrlich gesagt. Na, wie gesagt, wir können ja gleich noch mal was anderes wählen. Es gibt ja nun wirklich genug Spiele noch in der Liste.
Alter, hier ist ja richtig viel Cash. Alter, der Affe, das ist ja wie so ein kleiner Nils, der vor mir alles weglootet. Kann ich mir ja fast wie im Beatstag fühlen. Frage ist, wer von euch ist Nils? Der Affe oder? Habe ich den gerade getötet oder war das schon gerade? Der ist wirklich explodiert, ist der. Das tut mir jetzt aber leid. Was soll denn der Affe von mir denken? Warum hat er das Skelett nicht eingesammelt? Ja, es ist einfach kein Loot. Das einen Mannes Skelett ist des anderen Mannes Reichtum. Oder Sammlerstück. Oh, ich habe keine Munition mehr. Nein! Oh. Alter, wir sind ja jetzt nicht die geschicktesten Einbrecher, würde ich sagen. Meinst du nicht? Zwei Männer und ein Affe. Sie kamen rein. Ist das Munition oder was ist das? Ah ja. Und schossen alle da nieder. Ich will dein Skelett. Ach so. Ich will alles. Schießt. Ah. Okay. Es erschoss die Hilfslieferung für die armen Kinder. So, ich habe keine Muni mehr. Scheiße. Okay. Aber ich bin tot. Wer hätte gedacht, dass es einen Nachteil gibt, alles niederzuschießen? Ich habe auch keine Munition mehr. Oh, wir müssen abhauen. Ah, das kann ja wohl nicht sein. Ganoven Simon, nein, kann doch nicht einfach Reis ausnehmen. Hier ist noch ein bisschen Energie. Hilft nicht. Affe. Doch, hat geholfen. Ich gehe einfach den Fallen hinterher. Alles andere ist irgendwie unübersichtlich. Ich habe ihn abgeschirmt. Ah, da hat er wieder Schuss. Ganoven Simon ist wieder bewaffnet. Echt jetzt? Ja, passt Waffen. Auf. Hier war Munition. Komm, ich hol den Typen. Hier, Shoreline, was? Jawoll. Da war er nur noch. Ist plötzlich Skelett. So nenne ich seine Biografie. Okay, was haben wir noch? Kann das sein, dass. Oh, Polizei, abhauen. Die Tauben sind natürlich. Abhauen, Shoreline. Das war klar. Haben wir es geschafft? Also, ich bin mir nicht sicher. Ach, das sind Bötchen? Also, ich raff gar nichts. Das sind kleine Tauben. Bin ich ein Roboter? Ach, wir sind Tauben. Wir sind. Getarnt als Enten oder was? Was zum Teufel ist das? Sieht einfach so aus von oben. The mole can break down. Hä, was? So. Schießt du dich gerade durch? Ja, du kannst dich durch die Sachen durch, aber nicht. Ah, doch, sogar durch die Wand hier. Normal schießen oder was? Nee, einfach nur quasi graben. Kannst du das nicht? Nee. Das ist so komisch, ne? Ich denke mal, das kann jeder, aber das scheint ja dann doch irgendwie eine besondere Fähigkeit zu sein. Du kannst ja hinter mir herlaufen. In meinem Bugwasser kannst du spazieren gehen, wenn das sein muss. Der Bugwasser. Geht's hier weiter? Nein, shit. Tja, jetzt sind wir beide. Dann gehen wir wieder zurück. Ist egal. Was ist mit der Super Secret Cave hier? Oh, gar nichts. Da war nichts, ne? Morgen kann break. Boat, oder was? Tut das Note mit dem Boat? Oh, ey. Und drinnen. Zap. Och, ja. Ja. Ja, ja. Naja. Naja, ne? Also, es ist schon irgendwie cool, aber es ist mir zu bunt. Komm, was Neues ausprobieren. Willst du was Neues? Ja. Na gut, okay. Aber ich glaube, das kann schon was werden, wenn man sich so ein bisschen reingespielt hat. Ja, auf jeden Fall. Aber du hast recht, wir haben nicht die Zeit für sowas. Wann? Ja, nee, komm, nee, Jigbox ist jetzt nicht. Komm, wenn wir einmal Drunken Wrestler. Ja, komm, ich habe das auch schon seit einer Weile. Oh, jetzt muss ich wieder online gehen. Okay, das mache ich schnell. Das habe ich seit einer Weile schon da. Und ich glaube, das ist richtig schlecht. Drunken Wrestler, meinst du? Ich glaube, das ist richtig schlecht. Ja. Philippe Series, was Neues. Got it! Okay. Aber ich will es einmal ausprobiert haben. Ja, unbedingt, ey. Ich glaube, das sogar umsonst. Ich glaube, das könnt ihr euch auch. Ja, der Produzent wollte offensichtlich kein Geld dafür, weil ich gedacht hat, könnte ich dafür belangt werden vielleicht? Ist es irgendeine Form von Diebstahl oder Scam? Man weiß es nicht. Man möchte da sicher gehen bei dem Spiel. Der Urheber von Wrestling hat sich gemeldet. Ja, weißt du nicht, am Ende hat einer die Farben Rot und Blau irgendwie sich gesichert und dann stehst du aber ganz schön dumm da. Möglich. Entschuldigen Sie, das ist mein Blau. Na, das ist doch hier wie Magenta. Benutzt du mal Magenta für irgendwas? Da wirst du direkt, wird dir die Kutte von der Haut weggeklagt. Nee, nur wenn du in Telekommunikation in Verbindung mit Kommunikation zwischen ist das so? Kommunikation. Das kann sogar sein. Mit einem Abbild davon benutzt, dann wahrscheinlich. Ja. Hä? Leider. Komm.
Reicht jetzt. Oh. Die Musik ist einmal aus. Ach, die Musik, ne? Da ist. Okay. Der Wrestler sieht aber schon wieder ganz gut aus. Irgendwie schon wieder ganz gut, ne? Was ist Bank? Warum ist. Warum? Wollte ich nicht sagen, die sind sogar gehighlightet, ne? Übrigens, okay, aber das ist schon wieder geil. Guck mal, irgendwer kriegt dann x Prozent von diesen 5 Dollar ab für Customization. Ach, cool, wer auch immer dieses Spiel gemacht hat, ich find's schon wieder so geil, Kacke. Das ist ja alles dämlich. Na gut, okay. Damit wollen wir jetzt gar nicht. Aber ich will, dass du jetzt mit reinkommst. Ja, warte mal, ich drücke einfach mal Start, wer weiß. Play offline. Play offline. Not now. Okay, dann kannst du noch irgendwie rein? Kickboxing, nee, ne? Du kannst aber scheinbar irgendwas umstellen. Mach mal random opponent, mach mal da auf nicht yes, sondern mach mal no. Kann nichts machen, ne. Ja, schade. Mach mal Kickboxing Realism. Da. Play, ganz am Ende. Das war eine sehr gute Entscheidung von euch. So, der eine mit den leicht dunkelblaueren Kugeln. Magenta wurden sie verklagt. Okay, ich weiß nicht, wer ist. Wir wissen nichts, ne? Also, wir wissen gar nichts. Okay, ich bin der Rechte. Ich bin... Schlag. Oh, ist die Musik unangenehm. Kannst du die Musik leise machen? Oder was? Mach sie einfach aus. Geht nicht. Na, die wussten schon, was sie machen. Warte mal, ich kann nichts machen, tatsächlich. Kannst du mich? Musst du mit der... Nee. Ah, du musst die Tastatur nehmen. Ah, an einem, okay. Willst du an meiner Tastatur? Ja, dann mach ich. Muss ich halt so einhändig spielen. Ach Gott. Ja, aber du musst ja auch hauen. Okay, das Block. Okay, das ist mega unfair, sehe ich jetzt schon. Aber das könnte gar nicht so schlecht sein, weil die Bewegungen an sich sind eigentlich ganz cool. Siehst du? Wow! Wow! Oh, du hast gerade meinen. Warte mal, drück mal Start. Ja, das ist für dich voll schwer. Kann man noch Controller einstellen. Also echt nicht. Genau, lass mal irgendwie. Lass mal nochmal. Das kann ja wohl nicht sein. Settings. Ey, hör auf mit dem Shit! Wie geht es hier weg? Nein! Ich hasse sowas. Da ne? Rechts unten, da dieser weiße hier. Settings, links, ganz links oben ist der Controller-Button. Ganz links oben. Wovon redest du gerade? Da. Ja, genau. Ich war hier bei dem Ding. Ja, okay. Hier, da. Oh, es geht. Control-Scheme. Ja. Und 2 ist dann, ja, einfach so, ne? Ich glaube, ja. Control-Scheme 2. Nee, Moment, nee, nee. Moment, das ist doch. Doch. Ja, ich glaube, das ist es. Ach so, ja. Jetzt kannst du den steuern. Kann ich jetzt den anderen steuern? Ja! Jawohl. Okay, also ich bin dunkelblau. Du musst auf das rechts unten, das weiße. Rechts unten, das weiße, Simon. Ganz rechts unten, das weiße, ja. Okay, jetzt sind wir voll im Game. Okay. Das ist die Musik scheiße. Alter. Okay. Boah, wir wissen ja gar nicht, wie es ist, ne? Your attacks are ineffective in close range. Oh, das war so ein Rücktritt, so ein dieser Rücktritt. No mercy. Es ist kein Tekken, so viel kann man, glaube ich, sagen. Au. Ich glaube, er wollte ein Wrestling-Spiel machen und hat dann gemerkt, scheiße, es funktioniert nicht so richtig. Nenn ich's Drunken Wrestling. Wie ist denn Greifen? Oh. Ich hab das Gefühl, er macht das ganz automatisch. Shit. Lass mal kurz ausprobieren. Nur einmal ganz kurz ausprobieren. Nur damit ich mal sehe. Ja. Du kannst ja mal was machen. Greif mich doch ruhig mal. Ich probier mal jetzt aus. Ich block jetzt. Jetzt doch nicht? Okay. Aber was ist ein Greifen? Das ist Schlagen. Tritt. Wo ist denn der Griff? Da, oder? Wenn man nah rangeht einfach, dann macht das automatisch. Vielleicht hätte er mehr. Rechte Schultertaste ist blocken. Ah, das ist aber nicht unwichtig, ne? Ja, genau, block mal. Ja, das gerade war so. Ja, beide geblockt, ne? Wenn man so reinkommt, ne? Irgendwie. Lass mal verhaken und dann. Greifen ist irgendwie schwierig. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist, passiert fast automatisch. Das hat eine Stamina-Anzeige auch. Oh! Significant Strike! Alter! Wie du mich alle machst. Au! Ah, man sieht aber schon an der Verfärbung so ein bisschen, was gerade getroffen wurde und wo es verletzt ist, ja.
Okay, wir hören gleich auf mit dem Spiel. Aber man muss ja auch mal, man muss doch was auch mal probieren. Alter, du hast mich voll umgebämst. Ah ja, meine Energie ist fast weg. Jetzt muss ich mich mal langsam ranhalten. Oh Gott, mein Kopf. Jetzt mache ich nur noch atmen, sanfte Schläge. Atmen, Simon, ausatmen. Du bist rechts. Nur noch Kicks. Kick, Punch, it's all in your mind. Ja, Mann, Alter. Oh, scheiße, Mann. Oh! Au, au! Die Beine. Aber wo ist denn Health? Ach, da oben. Ja, ja, oben rechts. Das hier ist das Doppelte. Wir halten uns sehr viel aus, ey. Alter, das sind ja auch krasse Drunken Wrestler, ey. Die. Au! Oh, oh, es gibt. Oh Mann, es gibt ein Zeitlimit. Ah, nein, nein, Trump, Alter. Was ist das für ein Trump-Move? Ja, wahrscheinlich Trump heißt ja in dem Fall einfach nur. Jetzt komm, jetzt werden die Punkte nochmal ausgeglichen. Alter, 32, 34, so. Jetzt aber können wir schön mal gucken. Richtig aufs Maul gekriegt gerade. Ja, ich glaube, du hast meine Hand abgehauen, siehst du das? Shit, deine Hand ist wirklich weg, ne? Ja, ne? Der Handschuh fehlt. Meine Hand ist ab. Du hast mir meine Hand abgehauen. Ja, da lässt sich schlecht boxen, aber. Alter, au, 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 au. Das tut doch weh. Au! Oh, ho, ho! In den Schritt schneide! Ich komme nicht mehr hoch. Dabei war ich doch noch am Siegen gerade. Gerade ging's ab. Für mich. Es lief gut. Komm, hau, hau, hau! Lass mich los! Der greift, ist unfair! Wo ist der Knopf nochmal? Komm, ich hab wenig nein, Zeit! Nein, nein, nein! Stirb! Ja, ja. 12 zu 29! Nein! Stirb! Nein. Nein! Ich immerhin. Ah. Ja, okay, das hat er gut gemacht, der Bulli. Hä, nee, warte mal, du hast gewonnen! Nee, das warst du. Ey, save replay. Oh. Doch, du hast gewonnen. Stimmt, der eine hat dir nur eine Hand. Das ergibt alles keinen Sinn. Okay, das haben wir jetzt auch abgehakt. Ne? Das frage ich mich schon lange. Guck mal, 25 Errungenschaften direkt schon bekommen. 25 Errungenschaften, das reicht. Richtig gut. Ich finde auch. Richtig gut. Okay, jetzt gibt's Team Sonic Racing. Nee, wolltest du nicht. Ne? Okay, dann Jackbox Party Pack. Ey, lass mal einfach reingucken. Ich weiß wirklich. Team Sonic Racing? Anne hatte mir erzählt, dass sie da viel Spaß mit hat. Mit Jackbox. Okay, dann mach ich anhalten. Puh, Computer kaputt. Wie lustig, aber. Das macht schon Bock, diese ganze. Ich gehe super gerne diese Spiele so durch, weil da ist ja wirklich immer irgendwas dabei. Die meisten Spiele machen auch die ersten 30 Minuten Bock. Ja. Also, irgendwann wiederholen sie sich dann, wenn sie langweilig, okay, aber am Anfang hat man eigentlich immer Bock. So. Warum startet dieses Spiel nicht? Ach nee, du wolltest ja kein Team Sonic. Ich habe schon wieder gestartet, ich Vollidiot. Ja, ey, komm. Vollidiot. Catch my turn. Anhalten. Ach ja. Okay, wir spielen Partybox. Check. Alter, im Chat wird original. Was? Bier hat eine Menge Kalorien. Was? Zucker? Das ist doch ohne Zucker, Leute. Aber ist auch nicht gesund, ne? Aspartam ist leider jetzt gerade wieder in Verruf geraten. Die ganzen Dinger. Aspartam? Ja, eins von diesen. Also eigentlich sind alle von diesen Süßstoffen, die hier drin sind. Was ist da drin? Kommst du den Aspartam an? Da ist Aspartam, Acesulfan. Also Aspartam auf jeden Fall ist bedenklich. Ja, ist immer schwer, ne? Hier steht, ist wohl nicht gut für die Nieren. Hier steht Festival drauf. Da ist Festival drin. Ah, fuck, ich will's trotzdem trinken. Okay. Hm? Jackbox Party Pack. Wir beide wollten es haben. Wir wissen nicht, was es eigentlich ist. Guck dir das an. Ja, ist irgendwie so ein Quiz halt, ne? Also Anne hat es echt schwer abgefeiert. Das hat sie in der Pandemie wohl recht häufig gespielt. Die Frage ist, welche Amateur Comic Inspiration Words and Phrases contribute? Push the button. Also das, die Tentakel gefallen mir jetzt das schon. Das ist gut. Wir haben jetzt schon ausgewählt. Push Danger. Weiß nicht, was das ist. Ja. Code raushauen, schreibt der Ski. Da kann man mitspielen. Nee, ey. Achso, kann man hier einen Code raushauen, ja? Ich glaube, wahrscheinlich geht das. Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Ich werde mal spielen. Wahrscheinlich steht wir, müssen, wir werden uns wahrscheinlich abwechseln müssen. Connecting Jackbox Game Services. Wahrscheinlich. Da, Room Code. Da ist der GDXC. Okay, was wie kommen wir rein? Booster? Achso, da kommen die jetzt alle rein. Okay, dann. Wie können. Genau. Also über Jackbox TV, einfach über Smartphone gehen. Ich glaube, es gibt eine App. Okay, es geht. Also, ja, dann, ey,
Versuchen wir einfach mal. Ihr seht Ich bin nichts dagegen. Ich frage mich nur gerade, ob du nicht auch. Aber das, wir können wohl nicht an einem Screen spielen. Dash ist schon drin. Warte mal. Are you sure you want to exit all control? Nee, das will nicht. Be lost? Ich habe jetzt nur Start gedrückt. Also. Nee. Ja, komm, wir spielen mal. Ja, ja, ich will dann ja spielen nur verstehen. Wir beide mehr oder weniger als einen. Gucken wir einfach mal. Ja, also zu nun spielen wir halt kurz zusammen oder wechseln uns ab. Warte, oder so. Kann ich nicht sogar mit dem Handy sogar rein? Das müsste doch auch gehen. Jetzt ist zu spät. Jetzt egal, zu spät. Machen wir. Press everybody's in to start. Okay. Soll ich was drücken? Aber wo? Press everybody's in. Wo soll ich denn das drücken? Wo soll ich da? Ich hab keine Ahnung. Ich kann ja nur back drücken. Drück mal die grüne. Nein, das sollten wir nicht. Ich drück mal A. Nee, ich drück Start. Ich geh jetzt mal zu Jackbox TV mal gucken. Vielleicht geht das ja. Warum? Aber Woody, du schließt. Warum? Was? Hä? Was willst du denn jetzt da? Oder muss man das auf dem Handy noch mitspielen? Bin ich jetzt völlig bescheuert? Ah, Game is full, klar. Ich raff's auch nicht. Bin zu doof, aber. Weil ich war, also, ja. Vielleicht muss jeder von euch noch quasi bestätigen und andrücken oder so. Keine Ahnung. Also ready drücken, ich weiß es nicht. Derjenige, der als erster drin ist, ist Admin. Ja, aber ich dachte, ich bin der Admin. Nee, ich Sir Bandycake. Ja, aber spiele ich jetzt gar nicht mit, oder? Nee, ich auch nicht. Hä? Haben wir das jetzt für euch gemacht? Ja, komm ab. Jetzt danke. Auf. Danke fürs Drücken. Also jemand anders ist jetzt quasi der Partyleiter. Wir spielen aber nicht mit, wir sind Beobachter, glaube ich. Das kann doch nicht sein, oder? Nicht dabei, Kretschmer Time. Oh, Entschuldigung, ich dachte, ich kann das vielleicht abbrechen. Nein, okay, es geht nicht. Jetzt ist das so klar. Ja, scheiße, ich will mitspielen. Confirm Tutorial. Ihr müsst, glaube ich, alle einmal... Ja, nee, das bringt nichts. Das bringt nichts. Alle haben Tutorial. Which is a series of tests designed to evaluate your humanity and reveal any aliens hiding. Aber ich frage mich gerade, sind wir jetzt sozusagen im Spectator-Mode? Können wir jetzt alle anderen Spieler sehen? Ich glaube ja, ne? Nein, wir gucken mal. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin offensichtlich keiner der Figuren hier. Your device can tell you if you're human or an alien, but not the identities of your fellow players. Unfortunately, aliens will know who their compatriots are, so you'll be at a bit of a disadvantage, humans. Ja, wir sind nicht dabei. My calculations, you will have 20 minutes before I cease to be. So I'd appreciate it if you... Wie haben wir das denn jetzt geschafft, dass wir das Spiel starten und nicht dabei? Ich find's schon wieder, wieso besteht überhaupt die Möglichkeit? Wer will denn? Ach, heute gucke ich mal anderen beim Spielen zu. Kein Mensch hat das je gesagt. Naja, okay, Leute, jetzt zu gucken, Alter. Und deswegen, ich find's gerade sogar ganz lustig, aber ey, klar, wir können... Ja, fuck, da, das ist wirklich... Fuck. So. Diese Erkenntnis. Diese unfassbare Erkenntnis, ja, wirklich. Okay, wir gucken zu, also. Davon leben wir. Aber was genau machen die jetzt da? Ich glaube, das ist wie eine andere, quizzige Art und Weise. Die spielen das alles übers Handy. Aber wir können gar nicht sehen... Was sie machen. Nee, wir sind im Prinzip wirklich wie Beobachter, stille Beobachter. Ja, aber ich will doch wenigstens sehen, was die malen. Ja, jetzt malen die. Na gut, okay, also alle müssen jetzt irgendwie an. Alle müssen malen, zurückmalen. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie so malt. Das ist so, ist das also anderen, ne? Netter Modus. Wie heißt denn dieses andere Spiel, was hier auch, ey, was, ja, da habe ich auch zugeguckt, nur, aber es ist sehr lustig, auch mit hier stille Postmäßig. Ja, du meinst. Oh. Mann, natürlich. Mann, jetzt habe ich vergessen, irgendwas mit Snail. Nee, das war. Gartic-Phone, danke schön. Gartic-Phone. Garlic war das, was ich da noch anschaue. Garlic. Oh, das Garlic, hat immer was, Alter, von Garlic. Nein, wie Garlic, nur mit T, Gartic-Phone. Ich hätte gerne ein Garlic vorne und würde ich anrufen und würde ein halbes Hähnchen mit Knoblauchsoße kommen. Das wäre jetzt geil. Mm-mm. Das wäre wirklich nicht schlecht. Also wir haben 12, wie viel waren es? Ungefähr 12, sagen wir mal. Und 3 davon sind Aliens. So habe ich es verstanden, ja. Und sind jetzt 4 andere parallel und zeichnen auch oder kommen die jetzt alle nacheinander? Das weiß ich, das habe ich nicht verstanden. Wir warten also diese Runde auf jeden Fall mal auf. Auf jeden Fall, ich will, wenn wir wissen,
was die malen und das angucken können, dann fände ich es ja gar nicht so schlecht. Aber wenn das jetzt nur diese Oberfläche ist, wäre es natürlich doof. Hä? Für uns. Ich soll einfach analog malen. Nee, Philipp. Humans received the following prompt. Draw a doctor. And now the participant's answers. Do any of these answers seem to be... Der Linke ist eigentlich kein Doktor, würde ich sagen. Das ist eher, was nach dem Doktor kommt. Or they could just be a terrible artist. Talk to each other and find the truth. But remember, three among you are aliens and will be lying. Also eigentlich der ganz, ich würde sagen, der ganz links ist eindeutig das Alien, oder? Deshi, ja. Deshi ist es. Ich verstehe, wahrscheinlich hat Deshi quasi den Auftrag bekommen, male einen Priester oder genau, so. Genau, ja, irgendwas, ja. Und rechts könnte, ja doch, das ist ein Arzt, könnte auch ein Vampir sein, aber da die Zähne fehlen, ja. Zweite von rechts, ja, das sieht schon komisch aus, aber das sehen auch wiederum wie Arzthelfer und sowas aus, ne? Also das könnte schon was damit zu tun haben. Aber warum der so am meisten Verdächtigungen kriegt, weiß ich jetzt auch nicht. Zur Ablenkung vielleicht. Okay, next captain, you're in charge. Also ich sage, okay. Deshi ist ein Alien. Die ganze Verpackung ist aber echt ganz geil, ne? Und wenn du das echt so, Hammer, so starten kannst, die Leute aus. Können mit dem Code einfach, das ist, ja, also ey, ich wollte es mir gerne angucken. Ich würde eigentlich auch gerne mitspielen, aber dazu hätten wir wirklich mit dem Smartphone selber parallel in den Raum kommen. Wir hätten das Spiel über den Rechner aufgemacht und wären dann selber über das Smartphone reingekommen. Ja. Weil man wahrscheinlich auch auf dem Handy malen muss, ne? Das ist ja, wir können ja hier jetzt so gar nicht malen. Ja. Der Nightbot schreibt, Deshi ist unschuldig. Hä? Ich würde sagen, Deshi ist nicht unschuldig. Ah, Imposter. David Ocean Creature ist sehr gut. Okay. Dafür haben sie 18 Minuten Zeit. Ja. Ich sagen, naja, ich lass mal noch gerade ein, zwei. Ich finde das ja eigentlich ganz reizvoll, mal die Community, weil das ist jetzt 100% unsere Community, die mal das spielen zu lassen. Ich wünschte mir wirklich, ich könnte auch dabei sein. Ja, es ist echt. Ja, das ist eigentlich das. Aber hier der aber so du, der hat die ganze Zeit, der mal, hat auch die ganze Zeit im Chat geschrieben, habe ich gesehen. So, Deshi ist klar irgendwie. Finde ich auch lustig, ey. Also ich finde die gesamte Verpackung total slick und wenn das halt übers Handy, ich war ja zu spät hier, sieht halt ne, einfach so aus. Wenn das halt gut funktioniert, dann ist das echt. Ja, nichts. Also ich meine, so Dinge, ja, die sind ganz cool. Ich habe die noch nie wirklich ausprobiert, aber auch sowas wie Gartic Phone, wenn man es dann spielt, merkt man, okay, das hat auch wirklich einfach einen Reiz. Das hier ist ja im Grunde eine Mischung aus Gartic Phone und Among Us. Ja, Among Us vom Style her, ja, natürlich. Das ist auch das neuere Spiel, glaube ich. Mhm. Deswegen haben sie gedacht, okay, wir machen was ein bisschen wie Among Us aussieht. Aber das Style und sowas, so, den mag ich. I use the word ooh to describe cigarette. Das kann ja eindeutig nur Booty sein. Ja, ist wie Bandicake. Samuel, das finde ich sehr gut. Eine vergammelte Pizza Hawaii. Ich liebe Pizza Hawaii, aber vergammelt. Something huge. Ach so. Das ist jetzt irgendwie alles, ne? Nichts davon ist, ja. Na, wer Pogchamp benutzt, ist der menschlich oder Alien? Was meinst du? Wenn man Pogchamp benutzt. Pogchamp. Ich weiß gar nicht, was das für ein Emotion Twitch, ist. Ein Pog halt. Ist egal. Cigarette ist, nee, auf Englisch? Wieso Englisch? Nee, ich glaube auch, dass es Samuel ist, weil er hat offensichtlich ein anderes Wort bekommen oder so. Weil zu you sagst du nicht zu etwas Großem. Machst eher so, oh. Ja, aber das anstrengende Menü ist, ja, vielleicht ist er, oh, schwierig. Ich raff's auch gerade nicht. Und mein vergammelte Pizza Hawaii, da bist du eindeutig I. Und Zigarette, ja, aber ist I nicht das deutsche EU? Ja, meine ich ja. Das ist genau. Ja. Und all diese drei sind, aber das da unten passt ja irgendwie nicht. Etwas Großes ist doch ey, nicht. Der Dude, die Zigarette, das Fragezeichen macht ihn irgendwie menschlich. Doch, könnte passieren. Ich würde sagen, es ist hier, Samuel ist es, sag ich jetzt hier. Samus Imposter. Oh, Simon hätte nur auf ein Pluszeichen drücken müssen, lese ich gerade. Das war mir zu viel Arbeit. Nein, ich habe ja mit dem Button, der Controller hat gar nicht funktioniert. Ja, wahrscheinlich das war das Problem, ich habe die ganze Zeit gedrückt, ist nichts passiert, genau. Wir sind halt natürlich, das macht uns nicht smarter, aber das ist der ja. So, jetzt kommt der Ausleseprozess, oder? So ein bisschen. Das ist jetzt das Voting eigentlich, ja. Für Among Us, oder? So ein bisschen.
Okay, next captain, you're in charge. Aber so, ich finde schon ganz slick so. Ich mag dieses ganze Design, dieses rein und rauszoomen und so, das mag ich, finde ich super, ey. Und ich nehme an, dass der Captain auch immer dann aussuchen kann, welches von den Spielen oder so gespielt wird. So sah es gerade aus. Also wir haben Deshi, diesen Moon. Samul, ja, da ist Samul, er wieder. Ja. Ach, da ist er ja, genau. Abuti und Bitstram. Also ich würde auch sagen, Deshi und Samul sind schon mal safe. Aliens, aber eines ist immer noch... Aber jetzt müssen die beiden zugucken, wie andere ein Videospiel spielen. Wer macht sowas? Das ist wirklich verkehrte Welt. Das ist wirklich Gegenteil-Tag heute. Das ist Alternativ-Universum. Lass mal auf was auf Netflix gucken. Nee. Ich find's gut. Ich musste nur gerade hier an die ganzen Skizzen hier von Beans World und so denken, halt so von wegen Artstyle und so, ne? Und dieses isometrische oder damals, als wir ganz früher auch das Videospiel über das Büro, ja, weißt du, so, ja, das war immer dieses klassische Isometric. Ja. Und deswegen, ich mag, dass es so slick ist, so. Ich mag, dass es so. Ja, aber es ist natürlich halt auch nur, es wiederholt sich ja jetzt auch. Ja, es ist ja einfach nur ein GIF, ne? Ja. Also, ist schon cool. Aber Among Us in dem Style finde ich geil, so. Zum Beispiel. Also, wenn du einfach selber auch rumrennen kannst. Das wird ja machbar sein. Ja, klar, das könntest du schon machen. Aber ich glaube, Among Us hat schon auch viel Charme dadurch, dass es eben so reduziert aussieht. Ja, klar. Das macht schon, finde ich, gerade deswegen auch Bock. Plus die Animationen und alles sind dann halt sehr schnell. Ich habe so ein Remake gesehen, aber nur das YouTube-Video, nie runtergeladen. Among Us, mehr oder weniger so, wie es halt im Original ist, aber in Unreal selbst nachgebaut. Also wirklich, das sah richtig geil aus auch. So. War so ein Fanprojekt, ich weiß gar nicht, ist bestimmt auch rausgekommen oder ist auch schon ewig her. Aber das war auch geil. Jemand in Unreal einfach komplett das Spiel nachgebaut, inklusive der Minispiele halt so, ne? Also. Ja. Hier ist der Human Prompt. Cigarette? Das links ist irgendwas Stinkendes. Das zweite von rechts ist eine Mohrrübe. Ja. Eine Karotte. Aber ne, das ist eine fröhliche Karotte. Ja, Deshi, Alter. Das was ist los schon mit dir, Deshi, Alter? Deshi, ganz ehrlich, ich glaube, Deshi ist... Was verdächtigt. Ja, links ist halt eine stinkende Gurke. Genau, was ist das? Was ist das zweite von links? Das soll wahrscheinlich... Ja, es soll sowas wie Brokkoli vielleicht sein? Ich weiß nicht, muss mal die Drogenbeauftragte fragen, was genau das sein soll. Und ganz und rechts ist eigentlich schimmeliger Apfel. Oder soll das, was ist das? Also, eine glückliche Karotte, eine schimmelige Karotte ist doch nicht. Ach, Sellerie soll das laut Chat sein. Ja, okay. Das ist ekelhaft. Widerlich. Ja, okay. Sellerie, voll lecker. Das aber komisch, dass der. Natürlich Geschmacksverstärker, der Samul. Ne, also, ich meine, der hat's eigentlich. Ja, aber. Den hatten wir doch, dachte ich, auch schon als Alien. Samul und Deshi, ja. Samul und Deshi. Was ich mich gerade frage, sehen wir nur die, weil es sind ja mehr Spieler drin. Also wir sehen ja immer nur vier halt, ne? Ja, ich glaube, dadurch. Gurken sind eben, Quatsch. Ja. Also das links ist stinkig, das andere ist Sellerie, das dritte ist eine glückliche Karotte, das passt nicht. Und das rechts ist ein gammeliger Apfel, aber da frage ich mich, warum weiß Samul das? Als Alien. Rechts könnte auch ein Kopf sein, der gerade niest oder sowas. Siehst du das? Ein Auge, zwei Haare auf dem Kopf und niest so. Ja, der Spratz, der ihm so, den er verteilt. Ja. Hier, Kaschnarek hat gerade im Chat nochmal geschrieben, Fat Dino oder Fat Dino hat diese Mod gemacht für Among Us. Genau, da kann man nachsuchen. Ah, der Captain wählt aus, welche der vier spielen, nicht den Raum. Oder, weiß ich, vielleicht stehen die auch schon fest, aber auf jeden Fall kann er da eben auswählen. Deliberation Deck. Das sollte wohl links eine Stinkmorchel sein, hat der Autor, glaube ich, gerade geschrieben. Stinkmorchel? Sehen so Morcheln aus? Morcheln? Ja, Morcheln sind Pilze, oder? Morchel ist. Ja, stimmt, Alter. Alter. Nice guy. I'm Willie Nelson, what? Alex, aha. Bitstram. Okay, Beherdud, Bitstram, Hey und Alex. Was? Oh, jemand hat den Button gepusht. Jetzt wird entschieden schon. Also wer der Dritte ist, weiß ich nicht. Sorry, I thought someone actually thanked me. Since you were the one to push the button.
Isolate the three crew members you believe are aliens. Na, mal gucken jetzt. There's still a lot of time left. Are you absolutely... Oh, Blitztram Michel, das ist doch ein Fake-Out jetzt hier. Komplett. Keiner von denen Nein, ist es. Nein, aber guck mal, der Behe-Dude, er ist ein Alien und er hat diese Hex hier eingesetzt. Fuck, du hast recht. Behe-Dude war das. Ist das dritte Alien. Oder alle drei Aliens nutzen die Hex, um die Menschen rauszukicken. Das kann natürlich auch sein. Also Samuel, okay. Behe und Deshi. Ah, verstanden. Ah, hier, ich bin bei Obutu. Ich glaube auch. Ja. Ey, das hat den Behe-Dude noch suspekter gemacht. Er ist ein Alien. Ich sag Deshi, Samu und Behe-Dude. Ja. Behe-Dude ist eindeutig. Der hat drei. Der hätte durch Zufall schon einen Alien erwischen müssen. Nein. Das war eindeutig. Also, für alle, die jetzt. Hier, guck mal. Hä? I'm detecting an untested player. I would remedy that. Ah, okay. Interessant. Ja, doch, es scheint so, oder, ja. Der Captain entscheidet, wer getestet wird, sozusagen, wer diese nächste Aufgabe machen muss, ne? Schon wieder der Ski-Behe-Dude. Und, komm, Samu noch, jawohl. Also, nur Blitzram ist jetzt der Einzige, der Also, jetzt eigentlich dürften doch alle, was quasi eine andere Response, eine andere Frage kriegen, oder was auch immer, als Blitzram. Ja, wenn jetzt aber alle drei, die wir zum Beispiel verdächtigen, was auffällt, und er ist der eine, der was da geht. Oh Mann, du hast so recht. Dann könnte also, man ihn verdächtigen, weil er der Einzige ist. Und Hä89 hat jetzt auf Basis seiner Beobachtungen halt diese vier zum Testen reingemacht, aber er muss halt vier nehmen. Ey, wenn Blitzram... bin ich jetzt mal sehr gespannt. Okay, das macht es eigentlich lustig, ne? Eigentlich ist es lustig, eben auch nur Spectator zu sein. Ja, irgendwie, es hat auf jeden Fall was. Ich würde nur gerne, wenn man als Spectator jetzt sehen würde, was die schon malen, so in Echtzeit. Das fände ich nice. Und vielleicht schnellere Runden. Aber das kann man vielleicht sogar noch einstellen, wahrscheinlich irgendwie. Weiß man nicht. Ja, also es ist auf jeden Fall, für 20 Minuten wird man immerhin permanent unterhalten, so ist es schon. Aber ich könnte es mir auch kürzer vorstellen. Ja. So, da ist doch schon einer fertig. Schon 30, ne? Samuel ist schon fertig. Bin ich echt mal gespannt. Die Jury. Das mit den Hex habe ich jetzt aber, ich habe gerade nachgedacht, als ob ich das verstanden hätte, aber ich glaube, das ist bei dieser Voting-Phase und unten stehen aber noch 6 Total Hex. Also vielleicht wurden die noch nicht genutzt, oder? Nee, die stehen seit Anbeginn schon 6 Stück. Ich weiß aber halt auch nicht, wie die benutzt werden können. Herr 89 schreibt auch, Captain Gun ist auch random, glaube ich, auch. Vielleicht kann man damit bei diesen Prüfungen irgendwie eine Lösung sich vorhersagen lassen oder so und ein bisschen bescheißen. Das war ja irgendwie, du kannst irgendwie ein... Ventriloquist Puppet. Was ist das? Puppet. Was ist Ventriloquist? Das ist hier dieser, ach nee, Ventriloquist. Dachte, das wäre... Wahrscheinlich erstmal alle auf Google gegangen, weil hier, der scheinbar aber hier... ganz rechts, also eigentlich nur der zweite. Ja, eigentlich... Also guck mal, warte mal. Was ist denn, wenn ich bescheuert, was heißt Ventriloquist? Ist das... Ventriloquist. Ist das eine Handpuppe, oder was? Ja, das eine ist schon eine Handpuppe. Bauchrednerpuppe. Ja. Ah, Bauchrednerpuppe. Ach, Ventriloquist heißt Bauchredner. Also, der Behe-Dude ist schon, der ist auf Yeti oder sowas. Oder er wusste genauso wenig wie ich, was Ventriloquist ist. Ja, also alle haben es eigentlich richtig gemacht, bis auf Behe-Dude. Huh. Aber das würde doch jetzt wiederum bedeuten, dass der Behe-Dude, ja doch, aber Behe-Dude ist ja von uns auch. Ach, das war auch der, ne? Ich war nämlich auch gerade verwirrt. Aber guck mal, Deshi ist auch irgendwie, da steht ein Tisch drunter. Fuck, du hast recht, ne? Obwohl, doch, könnte auch für Bauchredner sein. Vielleicht fuck, aber kreist das nicht, der kriegt nicht immer, also das Alien kriegt manchmal auch einen richtigen, ich raff's nicht. Ich will es auf jeden Fall wissen, was jetzt Phase ist. Michel. Ich war mir eigentlich schon sicher, dass wir die drei ausfindig gemacht hätten, aber diese Nummer hat mich jetzt gerade mal voll verunsichert. Deshi hat die Hand im Hintern. Brauchen wir mal eine offene Puppe auf dem Tisch. Ja, habe ich auch gedacht, Schock. Dann, aber ich habe zuerst gedacht, nee, aber was ist ein Opinion Hold? 5 Minuten. Nur 2 Leute? Oder was? Ja, da kannst du wahrscheinlich so einen Verdächtigen quasi gegen einen Nicht-Verdächtigen austesten. Alex war drin, jetzt ist er raus. Ah, da kann die aussuchen, ne? Da will auf jeden Fall jemand wissen.
Unfortunately, the virus has got this place pretty screwed up. Das ist der Virus. Will see a set of alien glyphs on their device. The captain will only see three glyphs and must describe them out loud. When three glyphs are tapped, the captain can lock in. If the glyphs match, the test will pass. The captain will then be able to learn one player's secret identity. But watch out, aliens may fail by tapping the wrong glyph on purpose. Alter, wow, das ist ja richtig komplex. Ah, okay. Okay, bist du am Versuch? Ja, er war ja gerade in einer Runde mit den ganzen anderen. Aha, sehr gut. Ja, Mann. Ah, okay, okay. Bitstram. So, ist es das oder nicht, ey? Der macht das jetzt. 5 Minuten vor Abschluss. Hasta la vista. Der Captain weiß schon, was am besten ist für die Gruppe. So long, bon voyage. The boy, get out. Und Sir Bendy Cake. Der letzte. Bye bye. Alle weg oder was? Raus mit euch. Und? Ja, komm. Siehste. Nett. Geil. Nett. Nett. Das war die alle. Aizob, Siberian Cake, Abuti, Michel, Hey, 89, Alex und Blitzram. Die tanzen jetzt quasi den Lightspeed-Dance. Das Schiff ist wahrscheinlich tanzangetrieben. Free tanzgetrieben Alien. Durch die Energie von Freude und dem Wissen, die Richtigen geopfert zu haben. Ja. Also, das war sehr unterhaltsam. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das reicht jetzt auch. Ja. Aber guck mal, hier brauche ich wieder den Controller, ne? Aber eben hat es einfach nicht geklappt. Ja, nicht. Aber ist auch nett. Ja. Interessantes Spiel. Die Jackbox Party Pack. Wir werden das irgendwann noch mal spielen mit einer dieser anderen Party Geschichten. Pack. Ja. Aber dann sind wir da hoffentlich ein bisschen besser vorbereitet. Ja, für heute ist es jetzt erstmal durch, ne? Okay, wir haben noch 23 Pascal Minuten. Pascal Lussier, ja, ist live. Guten Abend. Ach, war mal lustig. Jetzt will ich noch mal. Ja, Abuti, danke fürs Mitspielen. Wollen wir vielleicht noch mal, das hier ist auch so ein Titel, den ich schon länger habe. Ich glaube, das ist auch so ein. Ja, wir haben ja noch 20 Battle. Oh, warte, ich habe noch eins. Ich habe eins. Das habe ich doch eben noch, gekauft. Oh ja. Büsche. Das habe ich schon mehrfach geteased. Ist das ein französischer Titel? Buisson. Ich nehme an, dass das Büsche heißt. Buisson. Es sind nur Büsche zu sehen. Man spielt einen Mann in einem Busch. Ich nehme an, das ist es. Und man hat es vielleicht kurz gesehen, dass einer einer der Leute hat so ein Schmetterlingsnetz und den müssen wir vermeiden. Das ist die ganze Geschichte. Geil. Okay, jetzt bin ich Player 1 auszusehen. Das ist okay. Okay, wie kann man irgendwas noch machen? Nee. Forest, das ist jetzt gegeneinander, ne? World's Mode, Survival Point. Okay. Ja, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Jetzt kannst du wieder lauter machen. Jetzt kannst du nochmal lauter machen. Ne? Ziehst du die Maus nochmal kurz weg? Ja. Ah. Okay, ah. Ah, okay. Ah, Mist, ich. Aber wo muss ich hin? Was ist das? Move, was? Wieso ist das? Hä? Ach, wir müssen uns auch noch bekämpfen wohl, oder? Ich habe jetzt gefurzt. Ich habe den rechten Trigger gedrückt und habe dann irgendwie gefurzt. Okay, wir gucken. Aber ich glaube, du wurdest entdeckt, kann das sein? Warum kommen diese Unterbrechungen? Ah, okay, jetzt wissen wir, damit wir nicht mehr wissen. Das ist, damit man eben vergisst, wo der andere noch mal genau war. Was soll das immer? Hä? Warum? Hast du jetzt gerade einen Punkt bekommen, weil du mich angefurzt hast? Ich glaube, ja. Ich habe dich angefurzt und ich habe einen Punkt gekriegt. Vielleicht ist das Spiel doch nicht so gut. Alter. Ah, okay. Ah! Verstanden, interessant. Jetzt hab ich schon. Du triggerst mit deinem Furz den Schuss von ihm. Aber wie kann ich dich denn kriegen? Ne, ernsthaft? Ja.
Ah, wir können uns selber anfurzen und wir können den Schützen, den Jäger sozusagen triggern. Okay, jetzt aber. Jetzt spielen wir es nochmal richtig. Geh weg. Ah, jetzt können wir uns auch bewegen übrigens. Ah ja, ja, ja. Oh Mann, ich bin kurz vor dem Ding. Shit. Oh nein! Lass mich! Geh weg! Die ständige Unterbrechung gehen auf den Sack. Der nächste gerade. Oh nein! Schon wieder vorbei. Geh weg! Geh weg! Was ist das? Jetzt ist das schon lustig. Oh, wo bist du? Hat er mich erwischt? Ja. Das kann ich so nicht sitzen lassen. Die große Aufholjagd. Okay, doch, es macht Sinn. Simon Cash Story. Warte mal ab. Warte mal ab. Oh, diese Unterbrechung macht mich wahnsinnig. Da ist ja die Zeit, wo du dich bewegst, verstehst du? Ach, während der Unterbrechung. Ja, jetzt bewegst du dich. Und dann musst du. Das gibt's doch nicht. Jetzt kann ich mich bewegen. Genau, deswegen. Und das nutzt die Zeit, nutzt du, um dich zu verstecken. Ja, okay. Jetzt weiß ich, Mann, der Simon. Und jetzt kann ich dich erledigen. Woher wusstest du denn da? Ja, das kann so doch nicht noch sein. Jetzt ist. Also immer wenn diese Nachtphase kommt, dann kannst du laufen und musst dann aufhören, wenn die nächste. Genau. Jimmy Lee, wo ist Orgenspaller? Da, okay, alles klar. Beweg dich. Wie sich jetzt keiner bewegt, du bist so ein Penner. Ja! Simon hat das Spiel geowned. Ja, ja. Das ist der Moment, von dem wir immer reden. Jetzt sag nochmal. Das ist der Moment, von dem wir immer reden, Simon. Catch for time. Sex den Booty, catch for time. Okay. Und ich dachte schon die ganze Zeit, diese Unterbrechungen sind wirklich doof. Dabei gehören die dazu, Alter. Wir bewegen uns jetzt. Oh, aufgehört. Ah, oh, nee, nix, gar nichts. Hör auf, Booty. Das ist eine Scheiße. Das gibt's doch nicht. Das ist lustig. Aber fast schon wieder zu klein, die Map, ne? Aber es ist wie so ein Wimmelbild, ne? So, ey. Warum auch kurz super. Noch? Warum muss er sich kurz noch bewegen? Man sieht nur noch so schlecht die Staubwolken. Ach. Das ist gut, das gefällt mir sehr gut. Jetzt müssen wir mit den anderen Jungs unbedingt spielen, ohne ihnen zu sagen, wie es geht. Ja, bin ich bei dir. Oh, shit, gerade jetzt. Na gut, ich hätte wahrscheinlich nicht getroffen. Was geht denn hier ab? Oh, wo bist du? Okay, ich glaube, du bist hier. Nein, da haben wir gleichzeitig gedrückt. Wir haben wirklich gleichzeitig gedrückt. Alter, da brennt alles. Das hört nicht auf. Ach so, wir können ja. Okay, okay. Scheiße. Nein, der hat mich erwischt. Ja. Gut, gut, gut. Na, was geht ab? Lass mich! Hast du dich selber geschossen? Ja. Du hast dich selber abgeschossen! Ja, weil ich nicht wusste, wo ich bin! Weil ich halt nicht wusste, wo mein. Klar, dass ich das nicht weiß! Selbst angeschossen, Crash for Time. Yeah. Das weiß ich doch nicht! Das ist super, ey. Shit! Super gut. Okay. Ja, okay.
Ah, shit, wo bist du, ey? Ich würde auch gerne, ich weiß gerade auch nicht, wo du bist. Nein. Oh, du Pimpf. Wir sind beide tot. Das ist ja lustig. Ja, aber warum brennt es denn dann auch da? Wir dürfen da, glaube ich, einfach nicht. Oder war das die, wurde das angezeigt? Es wurde vorher wurde schon angedeutet. Okay, macht Sinn. Komm, du dreh, nein! Nein, natürlich nicht. Du kriegst mich nicht. Nein! Doch, ich hab die angefurzt! Oh, so eine Kacke. Ja, das ist jetzt furzen lame. Vergessen, ey. Ich wusste auch nicht mehr, wo ich war. Das ist super. Okay, du hast so einen kleinen Tannenbaumartigen. Nein! Nein! Oh nein, oh. So eine Scheiße, Mann! Und ich futze dich an! Jawohl! Oh, aber du hast es gesehen, natürlich, ja, weil er ja kurz hochgeht. Es ist so, ey, wie kann man so übel versagen? Oh, Dashi, nimm's noch, nimm das, die Jackrunde noch übel, glaube ich. Ich habe leider keine Ahnung, wo du bist. Ich auch nicht. Ich hab auch nichts, über gar nichts. Alter, wo bist du? Komm, wir zeigen uns. Ich weiß auch selber nicht mehr, wo ich bin. Weißt du, ja, ich weiß nicht, ich bin nein. Ungefähr. Nein! Nee, du hast mich gekillt. Ach, hab ich doch erwischt. Ja, okay, Mann. Sehr gut. Es ist so ein dummes Rotzspiel. Na komm, es ist ganz schön geil, ey. Büsche. Ja. Schlag dich in die Büsche, Alter, Entdeckler. Du hast ein Spiel bevor ich dich krieg. Du hast ein Spiel vorgeschlagen, das heißt, ich bin ein Stuhl. Und es war sehr gut. Oh, du hast mich gerade auf was. Jetzt hast du mich auf was gebracht. Ja. Jetzt hast du mich auf was gebracht. Sehr gut. Alter, wie, es kotzt mich wirklich an, dieses Kriegsspiel. So, und zwar. Fuck, schreibt, bin auch schon seit 10 in der Queue für Splitgate. Haben wir vorhin gespielt im Dienstag, das war echt geil, hat echt Spaß gemacht, ne? Ja, das hat ewig gedauert, da reinzukommen, aber es war. Ach, was, cool, du lädst echt runter, du bist ja super, Alter. Nein, das ist nicht das, ne? Das ist ein anderer. Ach so. Das ist ein anderer. Das ist aber ähnlich wie mein großer Hit, Hilfe, ich bin ein Stuhl. bei Simon Kretschmer. Und zwar ist das der Chair Simulator. Ach, guck mal hier. Lustig im Chat. Du musst ja wieder umschalten, aber ja. Im Chat schreiben sie nur gerade, was sie für. Boah, die Musik, ey. Ganz tolle Musik. Nur das Beste. Ich glaube, dein Controller geht. Ja, dann spiel du. Nee, ich kann nichts machen. Geht auch nicht? Oder warte mal, ist das schon das Spiel? Um ehrlich zu sein, das könnte natürlich gut sein. Kannst du echt nichts machen? Das kann doch nicht ernsthaft euer. Das kann ich nicht annehmen, dass das schon alles ist. Okay, es kommst du noch? Kannst du noch Shift-Tab machen oder nicht? Ich kann gar nichts mehr. Doch, Shift-Tab geht. Ah, New jetzt Game. Geht's, okay. Ich hätte einfach New Game klicken müssen. Okay. Lazar. Möf, Lök, Sitte, Dön. Okay. Das ist wirklich der Chair-Simulator. Das ist mein Spiel. Hilfe, ich bin ein Stuhl. Nur umgekehrt. The Other Side. Quasi der DLC, wenn du wissen willst, wie das Pain in the Assometer. Wow. Siehst du endlich mal ein Spiel? Da hinten ist Werbung für Disney Skill. Plus. Siehst du das? Guck mal. Das ist auch hier Ingame-Werbung für Disney Plus gerade, oder nicht? Ich kann es leider nicht sehen, wenn der Stuhl nur ein bisschen besser. Nee, ich glaube nicht. TV. Aber das wäre doch eine gute Idee. Ey, ich will jetzt aber auch wissen, was passiert. Wenn man ankommt, du musst aufstehen. Slowly. Sit points generating slowly. Ey, das ist wie. Vielleicht werden dadurch tatsächlich Coins gemeint oder sowas im Hintergrund. Ja, aber ich dachte, ich soll sitzen. Kann ich den noch folden? Place chair. Ich will ihn eigentlich da platzieren, ne? Aber es geht nicht. Ich brauche den Pullover. Ah, okay. Aber Tab Inventory vielleicht. Moment. Nice, richtig gut hingestellt. Überhaupt nicht das, was ich wollte. Oh. Ah, er trägt es einfach vor sich. Es ist so schwer, Fernsehen zu gucken. Oh.
Jawohl. Ja, Prime Video. Ich sage nur schlechte Werbung, hast recht, ja, für irgendwelche. Stream. Stream. Ja, echte Werbung. FM, ne? Streams FM. Das ist doch sicher illegal. Das so, Streams FM ist doch ganz sicher ein illegaler Stream. Service Provider. Den wir nicht pushen damit. Gibt's nicht, habe ich gerade eingegeben. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, was passiert, wenn der Meter, was passiert? Explodiert er dann? Kriegst wahrscheinlich einen anderen Stuhl. Nein. Guck mal, dem ist jetzt schon richtig, der hat schon Sit Points generating slowly, weil also wir werden nicht belohnt, wenn der Pain in the Ass so Meter hoch ist. Ey, genauso gucken jetzt so viele Leute, Tausende, jetzt gerade unser Stream, ja, mit so einem ausdruckslosen. Aber nicht mit diesem. Es hat so gut angefangen. Es war so viel Lustiges am Anfang. Warum sitze ich jetzt und guck denen beim Sitzen zu? Alter, at Death's Door, Alter. Stand up now or die. Minus Coins. Simon. Aber ich muss doch sitzen. Ich dachte, das Ding heißt doch ums. Geht doch ums Sitzen. Ey, die Sitpoints, die gehen weg. Die Sitpoints? Ja, das steht da links oben. 19 nur noch. Aber was kann ich tun? Ich bleib sitzen. I take Mr. a last. Beast war auch als Charter, war vielleicht zum Aus. My last stand is a sitting. You died. You died. You died. Aber Rocket Beans freut sich über deinen Einsatz. Okay, haben wir das also auch abgehakt? Wir haben ja nicht mehr viel, aber jetzt haben wir den Chair Simulator auch. Hast du nur echt mit Sitzen gebliebenen. Hattest du Teardown runtergeladen? Nee, ne? Nee, weil das hätte ich kaufen müssen. Ah, das hätte ich kaufen müssen. Ja, das stimmt natürlich. Kann man nicht. Aber man kann es ja mal zeigen. Da, du kannst es ja mal zeigen. Was ist Denzel? Denzel hatte eine Maschine. Und wenn man das wirklich volle geile Breitseite irgendwie zeigen will, dann ist der schon echt Rechenpower. Aber das muss sehr viel Spaß machen. Und auch mit RTX-Support und so, das ist schon, glaube ich, das macht, glaube ich, schon echt Spaß. Das nächste Mal, sollte es noch mal dazu kommen, möchte ich auf jeden Fall das. Das hätte ich beinahe gekauft, dann habe ich gesehen, der Denzel hat's gemacht und dann habe ich es mir gespart. Aber das sieht noch, würde ich das gern noch mal spielen. Das ist ja wie so ein, wie heißt es, Blastcore für Nintendo 64, kennst du, ne? Ja. Das hat Spaß gemacht auch, ja. Ja, ich glaube, das ist doch geil. Das, so als heißt deswegen. Also ich glaube, das macht wirklich viel Spaß, glaube ich schon. Ja. Ja, wird auf jeden Fall mal auf die Wunschliste und schon mal direkt in den Warenkorb gelegt. Snap, snack. So, Einkauf fortsetzen. Das machen wir morgen. ich habe noch mehr, glaube ich, warte mal, wir hatten noch was. Virtuaverse kann ich euch empfehlen, hat mir nämlich der Budi empfohlen. Ich habe nur die Typen kennengelernt. Ich habe selber, ich habe es gekauft, aber noch nicht gespielt, weil es ist sie haben gesagt, sie sind große Fans von Zack McCracken und von den alten Adventures, also die auch so ein bisschen düsterer sind. Und das ist halt ein Adventure halt im Cyberpunk-Universum. So, ja. Ist ja auch nicht schlecht, glaube ich. Ja. Ich wollte ja auch nur die Verantwortung auf dich. Danke, übergeben. Hat geklappt. Ich dachte, wir probieren mal das hier. Da gibt es nämlich jetzt einen Koop-Modus. Der ist relativ neu sogar. Ja. Dashi schreibt, Virtuaverse habe ich sehr genossen, aber ich traue mich nicht mehr. Zufälligem Spiel mit Code beitreten. Ja. Alter. Ja, warte mal. Das kann aber sein, dass das jetzt gar nicht geht. Schwing-Arena, schwing dich zum Sieg. Du kommst nicht rein, leider, glaube ich, gleich. Just die already. Oh, ja, aber können wir uns ja trotzdem angucken. Na gut, komm, dann spiel du doch mal. Alle Spieler müssen eine Klasse auswählen. So, du bist Stanislav. Okay, es ist überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Es ist wirklich überhaupt nicht das, was ich gedacht habe. Ich nehme diesen Hammer. Da möchte ich noch nicht mal ein oder zwei Minuten lang zugucken. Ist ja furchtbar. Wer hat dieses Spiel erfunden? Schämen Sie sich. How dare you develop a game like this? Das sieht irgendwie so aus, als hätte jemand die Idee zu Fortnite gehabt, während da so eine Rutsche runtergerutscht ist. So eine Endlosrutsche. Weißt du noch, als wir in Orlando waren? Alter, Waterpark. Ja, da haben wir den Shit im Real Life erlebt, Alter. Kommst du mir hier mit so einer Billo-Scheiße um die Ecke? Ist das noch das Menü? Spiel starten. Ah, man kann das spielen und muss es digital noch starten. Ich drück mal. Das ist nämlich eigentlich ganz lustig. Es ist halt so ein typisches Streaming-Spiel wie Goat Simulator und so, nur halt mit einem alten Mann. Und wie gesagt, der Multiplayer dachte ich eigentlich ist ganz cool, aber ich sehe schon, das ist nix. Alter. Das spielt ja auch gar keiner mit, du bist eh alleine. Okay, komm. Nee, da hören wir auf. Wir haben noch eine, komm, wir müssen uns beeilen, wir haben noch ganz wenig Zeit. Eine Sache will ich noch haben.
Leider, die lustigen Sachen sind. Was war denn mit dem Protektor-Ding? Das können wir eigentlich nochmal ausprobieren. Warum haben wir das nicht? Na, das ging nicht, weil das so Singleplayer war. Da habe ich leider verklickt. Ja, wir wissen, lieber Chat, das ist sicherlich ein interessantes Spiel, aber ich würde lieber noch mal was zusammenspielen mit dir. Ja. Das hier werde ich ein andermal spielen, das mit den Obas. This is the prologue to Rubber Bandits, which is brawl mode only. Here is the trailer for the full game. Was haben wir doch gern? The main game is mode is heist. Ah, okay, wir haben Brawl und nein. So. Heist gibt's auch. Okay. Play offline. Willst du auch noch mal drücken? Ich bin mir nicht sicher, ob du drücken musst, aber check. Can't you press any key? Player One, ne? Okay. Das so, Gefühl, jetzt dass hier wir jetzt join. Ja. Und drückt ihr auch nochmal? Ja. Super. Okay. Oh, du kannst die Musik nochmal lauter machen. Jawohl. Es sieht ja irgendwie ganz lustig aus. Aber müssen wir uns hier einfach nur kaputt hauen? Ich glaube, wir müssen einfach Start. Okay. Das war nur. Oh, nee. Okay, ich glaube, das sieht einfach nur lustig aus, aber ist scheiße. Wenn ich jetzt mal so. Au! Zum Glück habe ich hier nur die Demo geholt. Lass doch mal das Baguette! Stoppen Sie mit die Baguette! Au! Deswegen gibt es keine Teigwaren im Knast. Ey! Du bist aber auch, ne? Du kennst gar nichts, ne? Ist dir alles egal. Kann ich auch. Guck mal, hier bin ich in meiner Hauecke. Au, nein, nein. Und, ey, was geht? Werfen. Wie wirfst du denn? Mit B. Au. Sag mal, du wieder auch. Du lässt mir ja wirklich auch keine Ruhe, ne? Da. Alter. So, kann man bestimmt auch grapschen, irgendwie da hochkommen. Man muss doch wieder hochkommen. Au. Change Team. So, wir sind jetzt in einem Team. Nee, ist ja abgefahren. Ist das immer noch das Menü? Ja, ich glaube ja. Ach nee, man muss durchgehen, man muss durch eine Tür gehen. Oh, Mann, wir sind so scheiße, Alter. Wir sind echt wahrscheinlich so scheiße, kommt jetzt genau dieses her. Ja, okay, eine echte Map. Endlich. Ja, VR-Nerds ist ja gut. Break the bars to escape. Seid ihr die VR-Nerds oder was? Wenn ja, hallo, was geht denn, ey? Oh ja. Nur weil wir den Text lesen, heißt das noch lange nichts. Nein, nimm die Axt. Wieso lässt du den die Axt nehmen, du dumme Ananas? Alter, ne Nerf. Oh, komm her! Oh, ich will die Granate. Nein, 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 dieser Dödel! Jetpack. Komm her! Kannst du mal bitte aufhören jetzt hier? Jawohl, jetzt ist es. Now the tide. Oh, Alter, boah. Ja, komm. So. Pass mal auf hier. Okay, das Spiel spielt sich leider nicht so lustig, wie es aussieht. Das ist ein bisschen träge. Muss man sagen, ne? Das ist alles so ein bisschen. Hast du das gesehen? Hast du eine Granate nach mir geworfen? Au! Och, ist das geil. Okay, das ist lustig. Shit! Oh, der Jetpack ist vorbei. Und hier kommt man nicht hoch, oder was? Das ist ja nervig. Au! Was ist das? Das ist so Super Mario Mode? Oh! Ja, wirklich! Komm her. Und sogar ein bisschen schneller bist du. Nein! Ah, ja! Genau, ey. Der Hammer. Rausgeballert, ey. Ah, das war ja ein Punkt. Hammer Time. Mann. Oh, der ist offensichtlich der High ist aber gut. Okay, also ich habe das Gefühl, sie können sehr gut rendern. Aber so vom Gameplay müssen sie noch ein bisschen was bearbeiten. Nein, Alter, du hast sie einfach geworfen. Ja, was ist sehr dumm. Das ist ja echt Meta. Kann man die überhaupt werfen? Was? Ah, okay, man muss tatsächlich Alter. Aktivieren. Au. Ja, das ist ein bisschen unfair, ne? Oh, und weg war sie. Oh, noch ein Barstuhl. Au. Jau, was geht? Das ist mein Spiel. Ja, scheinbar. Das ist ja. Mann, ey. So, wir haben noch eine Minute. Wir counten runter, Minute. Oder? Wir machen, wenn ich gewonnen habe. Weil dann kann es auch noch länger dauern. Aber ich glaube, ich schaff's jetzt. Ja, hier, ich werf dir erstmal hier so einen Tisch auf. Oh, ich bin tot. Siehste? Hier ist ein Tisch, ey. Au! Nein, oh, ich bin tot.
Nice, ausgewichen, Alter. Aber jetzt kommt der Pelikan. Oh, shit. Oh, eine Cola-Dose. Ich nehme den ganzen Wagen! Jeden Tag werden 1,2 Personen vom Kokosnüssen erschlagen, weltweit. Und alle von mir. Oh. Lächerlich! Mit einem Verkehrshut! Du hast meinen Post getroffen! Mit einem Verkehrshut! Ey, ernsthaft jetzt? Ja, super. Alter, ein weiteres Spiel, was die Welt nicht unbedingt braucht, aber es hat sie. Es hat sie. Es ist gar nicht so scheiße, aber es steuert sich ein bisschen eierig. Unser Spiel wird hoffentlich besser. Ein bisschen, ja. So, ja. 12 Uhr oder was? Das hat hat irgendwer geschrieben, hat Spaß gemacht. Das war wirklich toll. Wir haben eine Menge Spiele durchgebonkt, die ich sonst alleine niemals hätte spielen können, eben weil sie für den Multiplayer gedacht sind. Danke dafür. Ey, ich glaube, Samuel war aber wirklich, also das war so, ich hatte so Get Over It Vibes, zusammen. Ja, ist wirklich Get Over It Vibes, ist genau. Und über einen langen Zeitraum scheiße. Nächstes Mal nächstes Mal spielen wir noch mehr davon. Alte 4 zum Beispiel können wir mal anfangen. Oh Gott. Kennst du das? Nee, das ist genauso schlimm. Ist das dieses Alte 4, das ist das mit diesem Ritter? Um ehrlich zu sein, kenne ich jetzt nur den Namen und weiß, dass es schlimm ist. Ich habe es noch nicht gespielt, weil das wollte ich mir aufgeben. Ich glaube, das ist das. Alt F4. Komm, wir gucken mal rein. Mach noch mal kurz an. Nee, das ist. Da, mach doch mal kurz. Ja, auf. Doch, das ist das. Das ist das. Das ist das, ne? Ja. Okay, dann war mit dem Ritter das schon richtig. Und das nee, man sieht's nicht. Man sieht's nicht. Ah, oh, sorry, Entschuldigung. So. Das ist das, ne? Ja, das ist Alt grausam, F4, okay. Ja. Speedrun. Ah, das sieht aber auch schon furchtbar aus. Aber das sieht auch geil aus irgendwie. Aber Get Over It ist natürlich, hat noch mal eine andere Mechanik, weil man ja kaum so richtig steuern kann. Ja, genau. Der Typ in seinem Kopf. Alter, das ist natürlich jetzt ein Speedrun. Der ist ja gerade durchgelaufen. Wie ist der gerade einfach durchgelaufen? Ey, wenn du jetzt noch mal dabei bist, ganz kurz nur, mach mal einmal Human Fall Flat Speedrun an, bitte. Weil wir dann, für die Leute, die am Anfang dabei waren, wir haben echt viele lustige kleine Spielchen gemacht. Glaubst du, es gibt einen Koop? Mach mal Koop. Das muss es geben. 100 Pro. Ja, machen wir das mal. Geil. Von Retrovirus irgendwas hier. Smart Broker. Bla 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 bla. Werbung machen wir nicht. Okay, da. Mal gucken, vielleicht sind sie sogar den gleichen Weg gegangen wie wir. Also ich finde es ähnlich wie bei uns. Ja. Das muss man sagen, so wie diesmal ist natürlich jetzt gerade auch schon sehr schnell. Ey, mit sehr viel Fantasie steht auch RBTV. Links rum? Nee, doch nicht über die Buttons. Ja, ist ja lame, die gehen ja nicht mal unten im Boden lang. Und was ist mit seinem Kollegen? Im Moment ist da nur einer am Arbeiten. Ja, genau, halt der Schnellere von beiden. Der andere ist einfach nur Ballast. Ja, guck, der wirft sich. Klettern. Okay. Ja, aber. Ey, guck mal, was der andere macht. Aber unseres war doch viel geiler. Guck mal, was der letzte macht. Ja, der macht's nämlich. Aber warum? Der macht nur Quatsch. Der ist, glaube ich, einfach nur, der eine kann's, der andere hängt für den Koop-Modus einfach nur da, oder? Ah, das wäre. Ja, okay, der ist so ein Pro-Move, der war geil. Das sieht gut aus. Wenn man das so könnte, man, das wäre geil. Ja, es gibt. Das ich echt lass gerne uns kurz mal gucken, weil es gibt gleich so einen geilen. In dem Level, das ist so abgefahren. Der hat sich auch direkt ins Finale fallen lassen, ne? Der hat gar nicht den normalen Weg genommen. Nee, naja, das passiert immer, wenn der Levelabschnitt vorbei ist. So, jetzt bin ich gespannt. Das meine ich ja, dass er hinter den Level gesprungen ist. Wenn der jetzt auch links lang geht, da habe ich nämlich einen Glitch gesehen. Und da ist einer irgendwie ist hier links hochgekommen und ich habe es nicht gerallt. Das war super. Yeah. Nee. Ja, okay, aber so richtig Koop ist es tatsächlich nicht. Ne? Das war unser schon cooler. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben schon wirklich deutlich einen Koop gezeigt. Das hier ist eigentlich also nur. Das ist schon Skill, klar. Ja, klar ist das geil, aber das ist ein Singleplayer. Ja, das ist halt kein Koop. Nee, der andere hängt da echt nur unten rum. Das ist ja lame. Mal kurz gucken. Nur mal kurz gucken, ob es einen gibt, der genauso coole, krasse Moves hat wie wir. I doubt it. Doubt it. Hier kommt 3 Minuten, das ist doch gut. No restrictions, okay, mal gucken. Wieder der erste Level. Yet they can't fly and never will. Was war das denn? Mach mal vor, ne? Ach, die wollen sich. Die lassen sich da irgendwie immer dann hinfallen zum Ziel. Ach, was? Nein, das geht? Scheinbar schon, ne? Was ist das für eine Sprache? Aber keiner von denen macht so geilen Shit wie wir. Warum nicht? Ja, aber das ist. Aber wie schaffen wir es, dass wir eine Kategorie erfinden, die das, was wir gerade gemacht haben, feiert? Es ist Ehre eigentlich. Wie nennt man Ehrenrun? Ja, das ist Honor Run. Ja, Honor Run. Koop
Honor Run. Vielleicht lädt es einer von euch ja hoch. Ich finde, wir haben, was war das für eine Zeit? Wir haben es auf jeden Fall in einer atemberaubenden Zeit geschafft. Okay, ich bin nicht beeindruckt von diesen Leuten hier. Die machen das nicht so cool wie wir. Co-op World Records. Das sieht auch nicht gut. Nee, nix davon. Ja, es gibt ja dieses. Die nehmen alle nur dieses Co-op als Feigenblatt, ja. um quasi ihren normalen Speedrun noch mal zu pushen. Ey, vier Chaoten meistern knifflige Aufgaben, stand da gerade. Okay, so, es ist Feierabendzeit, oder was? Jetzt wirklich, ich lade auch schon runter, ich fahre schon runter. Ja, ich muss noch Bescheid sagen, glaube ich, ne? Oder wie war das? Ja, genau, wir sagen der Regie schnell noch Bescheid, dass es vorbei ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem nachfolgenden Archivprogramm. Wahrscheinlich ist es auch wieder irgendwas von mir. Wahrscheinlich läuft jetzt After Dark die Folgen Dings nochmal. Evil Within nochmal runter. Hast du den ganzen Tag gemacht, ey. Ja, aber heute mehr aufs Zufall. Stimmt, so. Da gibt's noch eine Sache, die ich kurz noch loswerden kann. Und zwar habe ich jetzt bald Urlaub, aber ich habe Evil Within schon die ersten 16 Stunden oder so eingespielt. Und das geht ja nur noch so 8 Stunden weiter. Also ich weiß nicht genau, wann ich weiter spiele, aber es sind ja auch erst 11, 12 Stunden oder so gesendet worden. Also es kommen noch ein paar Folgen. Ich bin dann aber erstmal im Urlaub und wenn ich dann zurück bin, dann geht's auch damit weiter. Also braucht ihr nicht warten. Ich denke, das schließt nahtlos ineinander. Nach dem Reißverschlussprinzip. Das kennen wir Deutsche, ne? Ich auch. Die einzigen, die also ich kenne Reiß, alles mit Reiß kenne ich. Alles. Wenn du Verstopfung hast, Reiß, Verschluss. Plopp. Einfach Klebereis, Pep. So ist das. Reiß ist ein ganz natürlicher Korken. In diesem Sinne, lassen wir euch mit diesem Wissen jetzt einfach mal zurück. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Tschüss. Kretsch mal. Sehr viel Spaß. Kretsch mal. Time. Du musst.